Ich versuch es so. Mein Name ist Detlef Krüger. Ich begrüße euch alle recht herzlich hier im Mosaik. Mosaik, das größte Wohnzimmer in Lüneburg, sagt man auch. Dieses Haus funktioniert in allergrößtem Umfang dadurch, dass hier wir 350 aktive Menschen haben, die ehrenamtlich sich hier einsetzen und arbeiten. Genau, mehr möchte ich eigentlich nicht dazu sagen. Da wir kein kommerzieller Verein sind und wir immer gerne auch Spenden entgegennehmen, so sind die Getränke nicht ganz kostenlos, sondern wir freuen uns auch da über Spenden. Genau, ein bisschen noch was zu den Regeln. Dort, wo ihr alle reingekommen seid, ist unser Eingang. Eine Tür weiter ist der Ausgang. Am Platz dürft ihr die Masken abnehmen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Veranstaltung. Auf jeden Fall vielen Dank auch im Namen von Policy Lab, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns sehr über diese schöne Location, dass wir auch mal abseits vom Campus Veranstaltungen machen können. Und dann von mir herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion der DirektkandidatInnen für den Wahlkreis Lüneburg-Lüchow-Dannenberg zur Bundestagswahl. Ich bin Dorothee Falkenberg und ich komme von Policy Lab, wie man hier unschwer erkennen kann. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und eine studentische Initiative aus Lüneburg, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Raum für politische Diskussion wie heute und auch politische Bildung zu schaffen. Und dafür machen wir unterschiedliche Dinge eigentlich, zum Beispiel Planspiele, Infoformate auch an Schulen. Wir haben neuerdings auch einen Podcast, der heißt Politik in Ton. Da haben wir auch jetzt schon ein paar neue Folgen zur Bundestagswahl. Findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Also hört da auch noch mal gerne rein. Oder wir machen eben Podiumsdiskussionen, so wie heute. Da freue ich mich besonders über die DirektkandidatInnen für die Bundestagswahl, die jetzt ja ansteht. Am 26. September ist es schon soweit. Also wir haben noch ein bisschen über einen Monat, um uns dann endgültig zu entscheiden. Da die letzte Bundestagswahl jetzt auch schon 4 Jahre her ist, vielleicht noch mal zur Erinnerung. Es gibt insgesamt 2 Stimmen, also nicht, dass da die Überraschung groß ist. Die Zweitstimme geht dann direkt an eine Partei. Die Erststimme geht direkt an einen Kandidaten oder eine Kandidatin aus eurem Wahlkreis. Also wenn ihr hier im Wahlkreis Lüneburg-Lüchow-Dannenberg gemeldet seid, dann sitzt hier vielleicht jemand für euch. Und die können dann eben auch wirklich die Interessen aus der Region vertreten. Da geht es auch darum, für wie vertrauensvoll, für wie sympathisch haltet ihr diese Kandidaten hier? Das muss niemand sein, der vielleicht auch der Partei angehört, die ihr sonst mit der Zweitstimme wählt. Also deshalb freue ich mich total, dass wir hier diese Möglichkeit haben, auch nochmal die Gesichter zu den Namen, die wir dann auf dem Zettel finden, dass wir die nochmal kennenlernen können. Eine kleine Randnotiz. Die AfD hat natürlich auch einen Direktkandidaten gestellt. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, diesen einzuladen. Das liegt daran, dass unser Verein zwar überparteilich ist, wir haben aber auch in unserer Satzung stehen, dass wir demokratiefördernde Arbeit machen wollen. Und für uns hat sich das einfach widersprochen, einem AfD-Kandidaten hier dieses Podium zu geben, den Raum zu geben. Und genau, das war einfach unsere Entscheidung. Das vielleicht als Randnotiz. Genau. Ich freue mich aber total, dass wir aus den anderen Parteien hier die KandidatInnen da haben, die ich euch jetzt gerne vorstellen möchte. Fangen wir einfach mal hier an mit Volker Heinicke. Er kommt von den Freien Wählern. Er arbeitet freiberuflich als Politik- und Kommunikationsberater und ist in der vergangenen Wahlperiode als akkreditierter parlamentarischer Assistent im Europäischen Parlament tätig gewesen. Herzlich willkommen, Herr Heinicke. Schönen guten Abend. Dann Frau Anja Schulz von der FDP. Sie ist nicht die Direktkandidatin hier für den Wahlkreis Lüneburg-Lüchow-Dannenberg, aber für den benachbarten Wahlkreis in Celle-Uelzen. Hier für den Wahlkreis wäre der Herr Schmidt-Jorzig zuständig, falls ihr den auf dem Zettel später sucht. Sie ist gelernte Bankkauffrau und Handelsvertreterin für einen Schweizer Finanzkonzern. Herzlich willkommen. Guten Abend. Und neben mir sitzt Eckhard Polz von der CDU. Er ist seit 2009 schon Mitglied des Deutschen Bundestags,
war lange im Ausschuss, im Familienausschuss tätig, jetzt im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Außerdem ist er gelernter Gläsermeister. Herzlich willkommen. Okay, das ist auch noch gut zu wissen. Wunderbar, dann habt ihr ihn jetzt auch noch mal besser kennengelernt. Links neben mir ist Jakob Blankenburg von der SPD. Er ist unter anderem SPD-Landesvorsitzender und Juso-Landesvorsitzender in Niedersachsen und hat Politikwissenschaft studiert. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Okay. Und weiter geht's mit Miriam Staute von den Grünen. Sie ist auch keine Direktkandidatin hier für den Landkreis Lüneburg-Lüchow-Dannenberg. Vielleicht haben es schon manche mitbekommen. Wir haben eine kleine Konkurrenzveranstaltung. Robert Habeck ist nämlich in der Stadt. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Frau Staute trotzdem bei uns ist. Sie vertritt Frau Verlinden, die wäre hier die Direktkandidatin. Ich glaube, sie ist eine würdige Vertreterin, denn sie ist Mitglied des Landtags in Niedersachsen schon seit 2008. Außerdem dort auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Diplompädagogin und Sozialarbeiterin. Herzlich willkommen. Okay. Und Torben Peters von den Linken, er ist Kreisvorsitzender in Lüneburg, außerdem im Netzwerk gegen Rechts aktiv und dem Friedensbündnis Lüneburg und er ist Sozialpädagoge. Herzlich willkommen. Ja, ein bisschen habe ich mit einigen von Ihnen schon drüber gesprochen, dass ich heute vor allem auch die Unterschiede zwischen Ihnen gerne feststellen möchte, einfach um dem Publikum zu helfen, eine gute, fundierte Wahlentscheidung zu treffen. Da würde ich mich auf jeden Fall über den regen Austausch freuen. Nach der Diskussion bleibt aber auch noch Fragen für euch im Publikum und auch für euch bei Zoom Fragen zu stellen. Dafür ist dann die letzte halbe Stunde gedacht. Also wenn euch da irgendwas brennend interessiert, keine Sorge, das soll auch noch thematisiert werden. Ansonsten haben wir natürlich nicht die Zeit, um jetzt wirklich alles abzudecken. Ein Thema, was denke ich aber ganz wichtig ist, was wir hier auch am besten zuallererst besprechen, ist eins, das die Nachrichten dominiert und auch ein großes Streitthema im Wahlkampf ist. Es ist der Klimaschutz. Denn gestern ist vom Weltklimarat ein Bericht veröffentlicht worden, der sagt, dass wenn wir so weitermachen, wie wir es bisher machen, dass sich die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad schon 10 Jahre früher bemessen wird als ursprünglich gedacht. Also schon 2030 und nicht 2040. Das sind natürlich jetzt erstmal so abstrakte Zahlen. Was das konkret bedeutet, haben wir sogar hier auch schon in der Nähe festgestellt. In Deutschland gab es eine Flutkatastrophe, bei der sind 189 Menschen in Deutschland ums Leben gekommen. Noch viel mehr haben ihre Existenz verloren. In Europa gibt es Busch- und Waldbrände, in Griechenland, der Türkei, im Balkan, Italien. Das sind nur die Länder in Europa. Da würde mich interessieren, Herr Polt, Sie sitzen seit 2009 im Bundestag. Seit 2009 ist die CDU in der Regierung. Wenn Sie jetzt diese aktuellen Entwicklungen mitbekommen, haben Sie den Eindruck, Ihre Partei hätte genug für den Klimaschutz getan? Kleine Berichtigung, die Union ist seit 2005 an der Regierung. Genau, aber ja. Seit Sie im Bundestag sind, ist auch... Ja, nein, weil Sie sagen 2009, nein, die Kanzlerin ist seit 2005 im Amt, ehemalige Umweltministerin auch. Und deswegen weiß sie auch, ich gehe mal von aus, vor allen Dingen auch als Naturwissenschaftlerin, wovon sie auch redet. Man kann natürlich für Klimaschutz immer mehr machen, wie in vielen Dingen auch. Bloß es gibt ja noch ein paar Kriterien, die man auch am Rande betrachten muss. In unserer doch großen Volkswirtschaft, einer der größten Volkswirtschaften der Welt, da kann ich nicht einfach von heute auf morgen zum Beispiel Kohlekraftwerke abschalten oder Gaskraftwerke abschalten oder irgendwas anderes, sondern das muss verträglich für Wirtschaft und Bevölkerung passieren. Da hängen eine Menge Arbeitsplätze von ab. Wir sind dabei und ich glaube, dass wir auch seit 2005 auf einem guten Weg sind. Wir haben viel erreicht. Wir haben zum Beispiel auch die Kernkraft auslaufen lassen oder wir lassen sie auslaufen. Bei Kernkraft natürlich, wenn man das so will, eines der saubersten
Energieträger ist. Natürlich mit dem sauber ja, aber wir haben natürlich die Hinterlassenschaften, die uns da Probleme machen. Aber wenn man jetzt von der Sauberkeit oder von CO2-Ausstoß angeht, ist es natürlich besser auch. Das ist nicht, dass ich jetzt der Atomkraft das Wort reden will, aber man muss das dann nebenbei auch mal erwähnen. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben seit 2005 viel gemacht und wir wollen auch gerne weiterhin viel Klimaschutz machen. Ob man immer genug macht, wie gesagt, das hatte ich am Anfang gesagt, genug kann man nie machen, man kann immer mehr machen. Bloß Klimaschutz alleine bringt die Welt auch nicht weiter. Herr Blankenburg, Sie sagen, Sie möchten einen Klimaschutz, den sich alle leisten können, also auch eben ganzheitlicher gucken, wie der Klimaschutz auch gut für die Menschen sein kann. Würden Sie dem also zustimmen? Dass bislang genug gemacht wurde? Genau. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, der Bericht des Weltklimarats, der ja in dieser Woche vorgestellt wurde, hat uns gezeigt, dass wir noch deutlich mehr machen müssen und dass auch in den letzten Jahren viel verschlafen wurde. Wir haben ja unsere eigenen gesteckten Klimaziele, zum Beispiel auch den Ausbau von E-Ladesäulen. Da haben wir unsere Zielmarken nicht erreicht. Von daher ist das jetzt, glaube ich, nochmal ein letzter Warnschuss gewesen, dass wir deutlich mehr machen müssen. Und ich glaube, da sind wir uns auch, zumindest ein Großteil derjenigen, die hier sind, auch heute auch einig, dass wir klimaneutral werden müssen, eher früher als später. Und ich glaube, im Weg dahin, da liegen die Unterschiede, wie eben gerade Sie schon gesagt haben, die SPD steht für einen Klimaschutz, den sich jeder leisten kann, der auch alle mitnimmt, der die Kosten nicht auf diejenigen abwälzt, die sowieso schon wenig haben, sondern dass alle an ihren fairen Beitrag auch dazu bezahlen müssen. Frau Staute, dass man mehr machen muss, heißt das jetzt auch speziell nach diesem Bericht vom Weltklimarat, dass man vielleicht das Wahlprogramm nochmal neu umjustieren muss? Ich denke, wir haben wirklich ein sehr fundiertes Wahlprogramm, was eben den Klimaschutz angeht. Und ich möchte vielleicht auch nochmal auf das eingehen, was Herr Polz gesagt hat. Es ist viel gemacht worden. Also gerade wenn eine Kanzlerin schon Umweltministerin war, gerade wenn sie schon, wenn sie Naturwissenschaftlerin ist, dann hätte man eigentlich erwarten müssen, dass sie eben auch auf die Wissenschaft hört. Und das, was ja wirklich, also 2006 hat Niklas Stern, der ehemalige Chefökonom der Weltbank, schon gesagt, ne, wenn wir nicht in den Klimaschutz investieren, wird halt alles viel, viel teurer. Und wir sehen es ja jetzt mit der Hochwasserkatastrophe, was das auch für den Wohlstand bedeutet. Also ne, wenn von der CDU kommt, ja, wir müssen aber auch den Wohlstand im Blick behalten, dann klingt das ja so, als ob das zwei Gegensätze wären. Aber in Wirklichkeit ist es ja genau umgekehrt. Wenn wir keinen ambitionierten Klimaschutz betreiben, dann wird unser Wohlstand in Frage gestellt. Ne? Und deswegen habe ich eher den Eindruck, es ist eben ausgebremst worden. Ne? Es gab einen Ausbaudeckel für die Erneuerbaren. Ich glaube, 2017 wurden ich habe es mir aufgeschrieben, 1800 Windkraftanlagen aufgestellt. 2 Jahre später waren es nur noch 300. Und wir brauchen ja wirklich viel, viel mehr, auch wenn eben der Verkehr auf Strom umgestellt werden soll. Vielleicht in einem ersten Schritt, aber das ist ja geplant. Also insofern, wir haben den Plan, dass eben die CO2-Bepreisung stärker ansetzen muss, schon bei 60 Euro, dass wir dann das, was aber eingenommen wird, auch wieder zurückgeben an die Bürgerinnen und Bürger. Also das ist definitiv eben sozial durchdacht und diejenigen, die eben wenig Einkommen haben, verursachen ja meistens auch viel weniger CO2. Die viel Geld haben, viel fliegen, viel unterwegs sind, haben dann sozusagen eine höhere Belastung. Aber wenn es dann eben als Bürgergeld gleichmäßig wieder verteilt wird, ist es eben auch ein sozialer Ausgleich. Und wenn das schon mal umgesetzt werden würde, wäre es schon mal ein wichtiger Punkt. Ne? Aber dass man jetzt überrascht ist und sieht, die Klimaziele müssen eher früher erreicht werden. Also ich glaube, da würde man bei uns offene Türen einrennen. Frau Schulz, es sind 100 Unternehmen, die für fast 3/4 der industriellen Treibhausgasemissionen weltweit verantwortlich sind. Das heißt, sie haben einen großen Teil dazu beizutragen.
Heißt das, dass die Unternehmen jetzt auch konkret mehr in Verantwortung gezogen werden müssen beim Thema Klimaschutz? Auf jeden Fall. Also ich denke, da sind wir uns, wie Herr Blankenburg schon sagt, alle einig, dass wir beim Klimaschutz mehr machen möchten. Unsere Idee ist es, dass wir den Zertifikatehandel weiter ausbauen. Aktuell ist er nur auf beispielsweise Teile der Industrie und auf den Energiesektor eingeschränkt. Und das wollen wir einfach ausweiten, sodass nämlich Unternehmen automatisch, wenn diese Zertifikate Geld kosten, sich überlegen, wie können sie in Zukunft dann ihre Unternehmung energiesparender umsetzen, weil das Ganze für sie sonst in der Produktion teurer wird. So, und die Idee ist, aus den Einnahmen, die daraus generiert werden, das Ganze dann auch in einer anderen Form, als es die Grünen möchten, an die Bürger wieder zurückzugeben, indem wir eine Art Klimadividende dann auszahlen. Herr Peters, wie klingt das für Sie mit den CO2-Zertifikaten? Man begeht denselben Fehler, der in diese Klimakrise hereingeführt hat. Man denkt mit derselben Logik, nämlich mit Marktinstrumenten. Also Sie haben das gesagt, die 100 reichsten Unternehmen sind für, ich glaube, 70% des CO2-Emissionen verantwortlich. Drei Viertel der CO2-Emissionen verantwortlich. Wir haben ein Wirtschaftssystem, das Umweltzerstörung und schlechte Arbeitsbedingungen belohnt. Konzerne machen Millionen und Milliarden damit. Auch die Kohleindustrie, die übrigens hervorragende große Parteispenden an die CDU gibt, insbesondere in Armin Laschet in NRW, verdient da ganz massiv mit. Das heißt, wenn wir nicht anfangen, wirtschaftspolitisch komplett umzudenken, und ich rede hier vom globalen Maßstab, wir brauchen globale Wirtschaftsregeln, die aufhören, ein solches System zu belohnen. Und wir müssen den Einfluss dieser großen Konzerne in die Politik beenden, damit wir überhaupt auch nur eine geringe Chance haben, das Rennen um Klimagerechtigkeit zu gewinnen. Anders wird es nichts. Wenn die Frage also gestellt wird, hat die CDU genug getan, um dem Klimawandel gerecht zu werden, dann finde ich die Frage falsch. Der Klimabericht sagt, dass es möglicherweise zu einem Einfrieren des Golfstroms kommen kann. Wer sich ein bisschen damit auskennt, weiß, dass wir hier vor einem Super-GAU stehen. Das ist ein Artensterben und das ist eine Klimaveränderung, die mit dem Golfstrom einhergeht. Das können wir uns nicht vorstellen, das kann auch kein Klimaforscher beschreiben. Das ist also eine Riesenkatastrophe. Deutschland erhöht die CO2-Emissionen. Das ist das Ergebnis der Politik der letzten 16 Jahre unter der CDU. Und wenn wir quasi diese Politik umkehren wollen, dann müssen wir uns mit diesen großen Konzernen anlegen. Wir müssen das Geld von diesen großen Konzernen nehmen mit einer massiven Umverteilung. Wir als Linke schlagen vor, 120 Milliarden Euro im Jahr. Mit unserem Steuerkonzept können wir das. Da verteilen wir nämlich um, übrigens entlasten wir die mittleren und geringen Einkommen, für den sozial-ökologischen Umbau unserer Gesellschaft. Das ist dezidiert in unserem Wahlprogramm geschrieben. Es wäre jetzt zu lang, das alles zu beantworten. Aber und wir schlagen vor, erneuerbare Energien 100% bis 2035. Letzter Satz, und das ist Selbstkritik in diesem Sinne. Seitdem ich diesen Klimabericht bzw. die Berichterstattung in diesem Klimabericht gelesen habe, weiß ich, obwohl die Linke das ambitionierteste Klimaprogramm hat, liegen wir 5 Jahre hinter den Erwartungen. Das ist der Klimabericht. Und wenn wir uns nicht alle verdammt nochmal enorm anstrengen und anfangen umzudenken und diese Krise auch wirklich als Krise zu behandeln, und hier rede ich von Krisenstäben bis in die Kommune, werden wir das Rennen verlieren. Und dann brauchen wir auch nicht länger über Arbeitsplätze reden. Im Übrigen, letzter Fakt, die CDU hat mehr Arbeitsplätze in den erneuerbaren Energien abgebaut, als die Kohleindustrie jemals hatte. Herr Heinicke, ich sehe, Sie haben sich schon ganz viele Notizen gemacht und möchten bestimmt auch noch mal was dazu sagen. Ich habe gelesen, Sie schreiben, Sie möchten Biodiversität vor Klimaschutz. Was heißt das konkret? Ja, also ich glaube, dass das ganze Thema Umweltschutz ein bisschen mittlerweile hinter diesen Klimaschutzgedanken zurücksteht, was ich persönlich für schlechter achte. Oft gibt es eine Konkurrenz, setze ich mich für mehr Biodiversität ein oder für mehr Klimaschutz. Und ich habe so das Gefühl, dass auch auf den Seiten der Grünen oft das nur noch in die eine Richtung entschieden wird. Ich würde vielleicht gerne noch mal eingangs darauf eingehen, auf diesen neuen Bericht vom Weltklimarat. Ich bin der Meinung, dass wir diese Berichte auch immer mit ein bisschen Vorsicht genießen sollten. Aus dem einfachen Grund, weil man muss wissen, das ist kein neutrales wissenschaftliches Gremium, sondern alle Papiere, die veröffentlicht werden, werden vorher politisch abgestimmt. Und immer wenn wir mit wissenschaftlichen Gremien zu tun haben, die vorher einer politischen Abstimmung bedürfen, dann können wir zumindest davon ausgehen, dass wir dort nicht so etwas wie eine redlich-neutrale Berichterstattung haben werden. Die Fakten aus dem Bericht an.
Ich möchte jetzt nicht alles komplett anzweifeln, also soweit möchte ich auf keinen Fall gehen. Ich möchte auch nicht anzweifeln, dass es einen Klimawandel gibt. Ich habe aber ein bisschen die Sorgen, dass wir uns bei der Lösung ausschließlich auf CO2 konzentrieren. Und es gibt keine Evidenz dafür, dass das Problem lösen wird. Es kann also nun sein, dass wir im Grunde genommen sämtliche Ressourcen jetzt aufwenden für einen Klimaschutz, der letzten Endes aber das Problem nicht lösen wird und dass wir dann nicht mehr genug Ressourcen haben für Forschung und Entwicklung. Was können wir denn wirklich dagegen tun, effektiv? Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, ob wir da schon auf dem richtigen Weg sind. Ja, ich glaube, dass der Markt bei CO2-Zertifikaten durchaus der richtige Ort ist, wo man so etwas aushandeln sollte. Also ich glaube, der Markt ist ein sehr effektives Element, da muss ich auf jeden Fall meiner Vorrednerin hier recht geben, wenn ich in diesem Bereich etwas erreichen möchte und Umverteilung, Enteignungsfantasie von irgendwelchen Unternehmen, na gut, da kann ich mich nicht sonderlich mit anfreunden, das ist wahrscheinlich auch nachvollziehbar. Ja, vielleicht das kurz, an dieser Stelle. Ja, kurz dazu. Ich habe mir überlegt, dass wir zwischendurch wie so kleine Blinden machen, damit ihr so einen Überblick über das Stimmungsbild bekommen könnt. Und ich habe gedacht, jetzt vielleicht beim Thema CO2-Zertifikate kann jeder von Ihnen einmal sagen, ist Ihre Partei dafür oder dagegen, um hier ein Stimmungsbild zu bekommen. Vielleicht so einen Satz dazu von allen. Fangen wir mal hier an. Das ist ein Instrument, aber auf jeden Fall nicht das einzig Notwendige. Sehe ich ähnlich. Das kann nicht also der Markt regelt das nicht alles, sondern man muss als Staat auch eingreifen und Vorgaben machen, damit sich, letztendlich auch was ändert. Es ist ja eine Mischung aus vielen, oder als Marktwirtschaftler muss ich sagen, man darf nicht so stark in den Markt eingreifen. Und der funktioniert das nämlich überhaupt nicht mehr. Also es ist immer eine Mischung aus allem, aber der Weg dorthin ist richtig. Ja, ich denke, ich habe das eben schon gut erklärt. Ein klares dafür. Dann haben wir hier einmal das Stimmungsbild. Vielleicht hilft euch sowas, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Frau Staute, Sie sind Sprecherin für Landwirtschaft. Landwirtschaft ist natürlich auch ein wichtiges Thema beim Klimaschutz. Wie kann denn Landwirtschaft umweltfreundlicher und nachhaltiger werden, aber sich gleichzeitig auch für die LandwirtInnen lohnen? Ja, das ist natürlich ein total komplexes Thema. Wir haben im Moment die Situation, dass die Landwirtinnen und Landwirte schlecht von dem, was sie erwirtschaften, leben können. Also sie kriegen keine fairen Preise. Auf der anderen Seite wird eben ein enormer Ressourcenverbrauch betrieben. Das Grundwasser ist belastet mit Pestizidrückständen, mit Nitrat etc. Der Boden leidet unter Erosion und vielfältiger Belastung. Die Luft, da gibt es auch Emissionsprobleme aus den Tierhaltungsanlagen und so weiter. Also es ist, wir haben einen ständigen Konzentrationsprozess im Bereich der Landwirtschaft, also ein Höfesterben. Also es sind ganz, ganz vielfältige Probleme. Und da hat man unserer Meinung nach eben die letzten Jahrzehnte auch immer in die falsche Richtung gelenkt. Artenschutz im Prinzip auch eines der Probleme. Also das eine wären zum Beispiel die EU-Gelder, mit denen im Prinzip im Moment falsche Anreize gesetzt werden. Die müsste man komplett umverteilen und eben das belohnen, was gesellschaftlich gewünscht ist. Also mehr Artenschutz, mehr Humusaufbau, weniger Tiere, die Tiere besser halten und so weiter. Auch der Bereich der Tierhaltung und überhaupt Fleischkonsum. Also wenn man es auch mal unter dem Klimaaspekt sieht, wir produzieren billigste Lebensmittel, die dann zu 40% weggeworfen werden, weil sie eben auch gar keinen Wert mehr haben. Also allein das wäre schon die größte Ressource, um sozusagen was für den Klimaschutz zu tun. Haben wir eben die Situation, dass also nicht nur die Förderpolitik in die falsche Richtung geht, sondern auch die Kontrolle, also was zum Beispiel Tierwohl angeht,
Ich habe mal eine Anfrage im Landtag gemacht, alle 20 Jahre kommt ein Kontrolleur im Durchschnitt aus dem Veterinäramt des Landkreises in den Stall und guckt, ob da alles mit rechten Dingen zugeht, ob die Gesetze eingehalten werden. Die gesetzlichen Vorgaben sind auch zu lasch und die Emissionen, die eben durch den hohen Fleischkonsum entstehen, auch wenn man mal über den Ozean rüberblickt. Also wir füttern ja unsere Tiere mit Sojaprodukten aus Übersee, wo Regenwald abgeholzt wird, wo dann womöglich auch das Thema Zoonosen wieder eine Rolle spielt. Man dringt immer weiter in natürliche Lebensräume vor. Also es hängt alles wahnsinnig zusammen und da muss eben der Knoten mal durchgeschlagen werden. Man muss wirklich zu einer Agrarwende kommen, die alle mitnimmt. Also die Produkte so auszeichnet, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher wissen, aha, ich kaufe da gerade ein Produkt, das ist so und so produziert worden. Also im Moment gibt es ja immer nur quasi für Öko-Produkte irgendwie ein Siegel und alles andere ist so ein grauer Markt. Also der Landwirt, der ein bisschen besser produziert, hat eigentlich gar keine Chance auf dem Markt, da seine Mehrkosten auch wieder reinzubekommen. Also man muss diese EU-Mittel umleiten. Man muss auch endlich versuchen, diese externalisierten Kosten einzupreisen. Man bräuchte unserer Meinung nach zum Beispiel sowas wie ein Tierwohlcent. Also es gibt einen wissenschaftlichen Beirat, der in Landwirtschaftsfragen die Bundesregierung berät. Also keine Grünen oder so, sondern lauter Professorinnen und Professoren aus dem Bereich. Und die sagen, allein für den Umbau der Tierhaltung bräuchte man jährlich 3 bis 5 Milliarden. Die muss man ja irgendwo hernehmen. Das können nicht nur diese EU-Mittel sein. Und deswegen schlagen wir vor, so eine Art Tierwohlcent auf alle tierischen Produkte, dass man dieses Geld hat, um die Gesamttierhaltung hier umzubauen. Die Landwirte, also pro landwirtschaftlichen Arbeitsplatz hat man die höchsten Investitionskosten. Früher waren das Industriearbeitsplätze. Aber jetzt ist es so, dass man fast 500.000 auf einen Betrieb investieren muss für einen landwirtschaftlichen Arbeitsplatz. Das heißt, viel Geld ist auch gebunden. Die Ställe müssen 20 Jahre abbezahlt werden. Die Landwirte können nicht von heute auf morgen sagen, nö, jetzt haben wir nur noch halb so viele Tiere drin, kriegen aber das gleiche Geld dafür. Also dieser Umbau muss staatlich unterstützt werden. Und. Also genau, es ist ein sehr weites Feld. Dazu würde ich noch mal ganz gerne Herrn Polz hören. Sie haben sich da auch Notizen zugemacht. Wie möchten Sie auf die Probleme reagieren, die Frau Staute gerade benannt hat? Herr Freck, muss man sagen, dass Landwirtschaft ja nun nicht in Quartalen denkt, wie vielleicht Industrieunternehmen oder große Handelsorganisationen, sondern sie denken in Generationen. Genau wie wir im Handwerk auch. Und der Landwirt möchte auch seinen Betrieb in die nächste Generation geben oder auch in die übernächste und so weiter. Und wir haben ja gerade bei den bäuerlichen Familienbetrieben Betriebe, die schon Jahrhunderte auf ihrer Scholle tätig sind. Ich glaube nicht, dass ein Landwirt mit Absicht jetzt seinen Boden in dem Sinne verseucht, dass er ihn nicht mehr praktisch in die nächste Generation übergeben kann, sondern er genau weiß, was er macht. Wobei es natürlich überall schwarze Schafe gibt. Das wissen wir ja auch. Und wenn wir Agrarfabriken haben, wie wir in der ehemaligen DDR hatten, da sieht es noch ein bisschen anders aus. Aber die haben wir ja Gott sei Dank nicht mehr. Oder wir haben sie in Teilen noch, wenn man das sieht. Aber ich glaube, dass die Landwirte schon, oder ich gehe davon aus, und ich weiß das auch, weil ich in Kontakt zur Landwirtschaft habe, dass sie schon sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Wir haben ja in Niedersachsen, das weiß Frau Staute auch, den niedersächsischen Weg auf den Weg gebracht, was ja auch ein Modell für den Bund ist, gerade was Artenvielfalt und Artenschutz angeht. Ich glaube, das ist ich will das nicht als Kompromiss bezeichnen, aber das ist eine Aufgabe, die zusammen mit den Naturschutzverbänden, mit dem Land und auch mit dem Landvolk entstanden ist, wo wir uns auch dran halten wollen und wo sich auch alle auch dran halten werden. Und wir wollen dies auch für den Bund übernehmen, dass wir hier weiter auf einem gesunden Weg auch sind. Wenn ich jetzt höre, dass Lebensmittel vernichtet werden, natürlich werden Lebensmittel vernichtet, aber nicht von der Landwirtschaft. Das sind dann wieder entweder weiterverarbeitende Betriebe oder es ist der Bürger selber, der einfach zu viel einkauft und ist dann Abfalldatum oder Ablaufdatum dann auch vernichtet. Das kann man jetzt der Landwirtschaft nicht anlasten. Wir haben sehr, sehr viele
Biobetriebe auch in Deutschland. Der Verbraucher ist bewusster geworden in seinen Sachen, was er kauft, gerade was Fleisch angeht. Aber leider entscheidet das auch an der Ladentheke. Ich sage das auch mal bei Schülergruppen, es ist erstaunlich. Nehmen Sie einfach nur mal den Liter Milch, wenn der Liter Milch irgendwo 79 Cent kostet und daneben steht eine Milchtüte für 1,19 Euro, dann kann ich Ihnen sagen, dass 8 von 10 verbrauchen zu der billigen Milch gerade. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Der Bauer soll für seine Produkte auch vernünftiges Geld bekommen. Er muss ein Auskommen für sich und seine Familie haben. Und dann kann er auch, so wie wir es wollen, auch vernünftig produzieren. Um einmal bei dem Thema zu bleiben, Herr Blankenburg, inwiefern tragen die VerbraucherInnen denn Verantwortung für den Klimaschutz bei ihrem Milchkauf? Ich glaube tatsächlich, dass es zu kurz gedacht ist, die Verantwortung jetzt auf die Verbraucherinnen und Verbraucher abzuwälzen. Denn letztlich hat man, wenn man dann an so einer Supermarkttheke oder am Kühlregal steht, hat man auch nicht so wirklich die Wahl, weil man weiß ja gar nicht, was drin ist. Man weiß nicht, ist es nicht gut genug gekennzeichnet, wo kommt es denn überhaupt her, was verdient in dem Zweifel auch ein Landwirt, eine Landwirtin daran, sondern die großen Handelsketten unterbieten sich ja im Zweifel sogar immer weiter mit ihren Preisen und von daher muss dem Einhalt geboten werden und muss eine größere Lösung gefunden werden. Aber ich glaube, es bringt jetzt nichts zu sagen, der oder die VerbraucherInnen ist schuld, sondern wir müssen, wenn wir jetzt beim Beispiel Milch bleiben, dann auch insofern den niedersächsischen Weg, den Herr Pohls gerade angesprochen hat, vielleicht um das mal zu erklären, das ist ein Vertrag von Naturschutzverbänden, von der Landwirtschaft, vom Landvolk, vom Land Niedersachsen, wo sich alle Beteiligten zusammen an einen Tisch gesetzt haben und gesagt haben, wir wollen diese Lösung für, da ging es um Artenschutz und Umweltschutz, aber es kann man auch weiter ausweiten. Wir wollen das gemeinsam treffen und wir wollen schauen, wie wir alle gemeinsam einen positiven Impact auf unsere Umwelt haben. Und den kann man weiter spinnen, indem man sagt, okay, dann beziehen wir auch die Handelsketten mit ein und sagt denen, dass sie im Zweifelsfall auch auf diese Dumpingpreise verzichtet und zum einen dann auch diesen Unterbietungswettbewerb gerade im Bereich Milchprodukte unterlässt. Zum anderen aber auch den Bäuerinnen und Bauern einen fairen Lohn für ihre Arbeit gibt. Denn im Zweifel ist es aktuell tatsächlich so, dass die Bäuerinnen und Bauern auch zu weniger als ihren Produktionskosten verkaufen müssen, weil der Handel es diktiert. Und da sind wir dann kommen wir dann auch in Situationen, wo die VerbraucherInnen das nicht entscheiden kann, sondern das an den Konzernen liegt, die sich auch gegeneinander untereinander absprechen, dem man Einhalt gebieten muss. Ich würde von den Arbeitsbedingungen für die LandwirtInnen einmal einen Bogen schlagen. Ich glaube, wir könnten natürlich hier 3 Stunden über Klimaschutz reden. Ich glaube, aber es ist trotzdem noch wichtig, auch nochmal andere Themen abzudecken. Deshalb möchte ich gerne von den Arbeitsbedingungen für die LandwirtInnen gerne einen Bogen schlagen zum Thema Mindestlohn und dafür nochmal so eine kleine Blitzrunde machen, in der Sie einmal alle sagen, möchte Ihre Partei einen Mindestlohn? Wenn ja, wie hoch soll er sein, um eine Vergleichsmöglichkeit zu haben? Herr Heinecke, beginnen Sie mal. Ich möchte vielleicht auch nochmal was zum vorigen Thema sagen. Also ich glaube, Transparenz ist genau der richtige Weg. Und jetzt muss ich, das wundert mich ein bisschen, hier die soziale Karte spielen, das hätte ich mir von da drüben erwartet. Wenn wir über Transparenz und nicht über Verbote arbeiten, haben wir die Möglichkeit, dass die es leisten können, eine höhere Fleischqualität beziehen können, aber sozial benachteiligte Gruppen nach wie vor eine gute Lebensmittelsicherheit zu günstigen Preisen vorfinden, weil sie darauf angewiesen sind. Also ich denke, das ist sehr wichtig zu erhalten und deswegen bin ich vollständig gegen irgendwelche Sonderabgaben für Fleischprodukte. Ansonsten könnte man natürlich auch noch veritabel diskutieren, ob die Subventionen, so wie sie in der EU im Moment existieren, sinnvoll sind, dass man das europaweit gleich macht oder ob wir sagen, dass man vielleicht die Subventionierung den Staaten überlässt, weil doch die Lohnniveaus sehr unterschiedlich sind. Und Landwirtschaft ist ja nicht nur einfach ein Wirtschaftszweig, sondern Landwirtschaft betreibt auch Landschaftspflege. Und vielleicht kann man auch darüber nachdenken. Dann jetzt von Lohnniveaus auf Mindestlohn. Wann sind die grundsätzliche Stellungnahme dazu zum Mindestlohn? Ich würde mich über einen Satz freuen erstmal. Später kann es gerne ausführlicher werden. Der Mindestlohn hat sich nicht als erfolgreich herausgestellt. Ja, Frau Schulz?
Ich würde gerne auch noch was zu dem Thema davor sagen, zum Thema Landwirtschaft, weil mir das auch sehr wichtig ist. Also ich bin der Meinung, dass schon der Verbraucher an der Ladentheke das Ganze entscheiden kann. Ich selbst bin seit über 18 Jahren Vegetarier, also mehr als mein halbes Leben, und habe das bewusst diese Entscheidung getroffen, und theoretisch kann diese Entscheidung jeder treffen. Und natürlich finde ich sinnvoll, dass wir in der Zukunft ein Tierwohl-Label einführen, an dem dann wirklich erkennbar ist, wie dieses Tier jetzt gelebt hat, ob es in einer freien Wildbahn gelebt hat, ob es im Stall gelebt hat und so weiter. Das sind wichtige Punkte, aber wenn wir hier bei uns im Land immer nur höhere Forderungen stellen, als sie vielleicht in anderen Ländern der Fall sind, dann verschließen wir nur die Augen, und das bringt nichts. Also es ist beispielsweise so, als die Käfighaltung in Deutschland verboten wurde, hat das dazu geführt, dass die Käfighaltung einfach ins EU-Ausland verlagert wurde. Und was denken Sie, wenn Sie sich einen Kuchen oder sowas im Supermarkt kaufen, wo diese Eier dann in diesem Bereich herkommen? Und das ist halt ganz wichtig. Wir produzieren hier, unsere Landwirtschaft produziert in Deutschland tatsächlich auf sehr, sehr hohem Niveau, hat sehr hohe Standards, und da dürfen wir unsere Landwirte nicht noch mehr gängeln. Der Fairness halber darf dann Herr Peters jetzt auch noch mal ganz kurz da einen Satz zu sagen, damit alle ihre Meinung zu dem Thema. Ich versuche die Verbindung. Also zu sagen, entscheidet das man einer Ladentheke, ist einfach nur zynisch. Also dann blendet, weiß man auch, dass man mit einem Großteil der Bevölkerung einfach gar nichts mehr zu tun hat. Also das kann man ja mal der Rentnerin irgendwie sagen, die unter Altersarmut leidet, oder dem Hartz-IV-Empfänger oder etc. Schon der Pflegekraft, die vielleicht alleinerziehend ist, die schlecht bezahlt ist und sich diesen Job nicht nur deswegen ausgesucht hat, weil man irgendwie reich werden will, sondern im Gegenteil, weil sie andere Maßstäbe an den Tag legt. Will man also beispielsweise auch bessere Landwirtschaft oder Verbraucher in die Lage setzen, einen Arbeit zu machen, ja, dann spielt die Mindestlohn eine wichtige Rolle. Nebenbei zu sagen, die Verbraucherinnen, wunderbar bequeme Haltung. Dann ist nämlich die Politik nicht mehr verantwortlich und die Unternehmen sind auch nicht mehr verantwortlich. Die CDU war diejenigen, die Milchquote abgeschafft haben. Das hat den Milchpreis stabil gehalten, dass auch Landwirte davon leiden können. Mit der Abschaffung, wie der freie Markt nun mal ist, Preise gehen nach unten, Konkurrenz nimmt zu, die Leute werden entsprechend ärmer. So, Mindestlohn ist absolut notwendig. Wir haben, obwohl wir in Deutschland Wirtschaftswachstum haben, einen enormen Anstieg an Armut, der zunimmt. Für viele Menschen sinken die Löhne. Das liegt auch daran, dass wir mehr und mehr prekäre Jobs haben seit der Agenda 2010. Was ist der Sinn hinter einem Mindestlohn? Also den setzt man nicht einfach beliebig fest. Sonst reden wir über den Sinn vom Mindestlohn später, wenn alle einmal ganz kurz ihr Statement dazu gemacht haben. 13 Euro Mindestlohn, damit man wenn man 40 Stunden arbeitet, nicht arm wird. Perfekt, so wollen wir das. Also in dieser Kürze, was ich für Mindestlohn will, ist ja egal. Der, als Referenz einfach, der aktuelle Mindestlohn liegt bei 9,60 Euro. Dann Frau Schulz. Also bei einer Partei will ich ihn nicht, ich halte ihn aber in bestimmten Branchen für sinnvoll. Okay. Ich meine, man sollte lieber Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklären, dass wir diese Tarifflucht von einigen Betrieben, die nicht organisiert sind, mal stoppen. Und wenn wir eine Allgemeinverbindlichkeit bei Tarifverträgen haben, dann sitzen nämlich Arbeitnehmervertreter und Arbeitgebervertreter sich gegenüber, dann brauchen wir den Mindestlohn nicht. Ich stimme Herrn Pohls insoweit zu, dass ich glaube, dass es einfacher sein muss, dass Tarifverträge allgemeinverbindlich erklärt werden müssen. Ich glaube aber trotzdem, dass wir eine Untergrenze brauchen, die definiert, unter welchem Lohn man nicht auskömmlich leben kann und wo man auch hinterher nicht in die Altersarmut rutscht. Und deswegen sagen wir Mindestlohn 12 Euro und als Anfang mindestens 12 Euro. Und es muss einfacher sein, den zukünftig zu erhöhen. Aktuell ist da eine Kommission dabei, die das jedes Jahr nochmal wieder überprüft. Das muss einfacher werden, dass er im Zweifel auch erhöht werden kann. Wir sind auch für einen Mindestlohn von 12 Euro zunächst, und ist aber halt auch nur ein Aspekt zum Thema Armut. Ne? Also ne, auch eine gute Kita-Versorgung und so weiter gehört dazu, dass man dann auch Vollzeit arbeiten kann. Also insofern kann man es auch nicht nur an der einen Frage festmachen. Aber natürlich, wenn man jetzt zu so Dumpingpreisen arbeiten muss, ist auch völlig vorprogrammiert, dass man dann irgendwann in Altersarmut lebt. Frau Schulz, Sie sagen, Sie haben eine andere Meinung als Ihre Partei zu dem Thema Mindestlohn. Das wäre vielleicht ganz interessant, wenn Sie das einmal erklären könnten, warum da diese Unterschiede liegen. Ja,
Also tatsächlich ist es ähnlich, wie es gerade schon gesagt wurde, dass die Tarifparteien in der Regel ja Gehälter aushandeln. Ich bin aber der Meinung, dass es in einigen Branchen nicht funktioniert. Wir haben das jetzt erlebt während der Corona-Zeit, dass gerade in den Pflegeberufen von Balkonen geklatscht wurde, aber monetär hat sich für diese Menschen nichts geändert. Und da sind es dann halt Bereiche, wo man vielleicht mal ansetzen muss und wo erstmal eine Grundlage geschaffen werden muss. Wie ist das denn für Menschen mit Behinderung? Sollten die auch einen Mindestlohn bezahlt bekommen? Die haben nämlich zum Beispiel im Jahr 2019 durchschnittlich 1,50 Euro die Stunde verdient. Ja, bei Menschen mit Behinderung, da spielen Sie wahrscheinlich jetzt auf die Menschen an, die in Werkstätten für Menschen mit Behinderung arbeiten. Mein Bruder arbeitet auch in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Er ist mit dem Down-Syndrom zur Welt gekommen und natürlich gibt es da andere Instrumente. Ziel müsste es sein, das funktioniert leider nicht mit allen Menschen mit Behinderung, dass sie die Möglichkeit haben, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Das ist in einigen Bereichen vielleicht möglich, in anderen nicht. Das kommt immer auf die Behinderung dann in dem Bereich natürlich an. Und da ist es so, dass er ja auch Eingliederung bekommt. Also er kriegt eine Grundsicherung in dem Bereich. Das heißt, er hat sein Einkommen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass diese Eingliederungshilfe ja eigentlich, das Ziel dieser Eingliederungshilfe ist es eigentlich, dass der Nachteil, der per Geburt durch diese Behinderung schon da ist, eigentlich ausgeglichen wird. So, und viele sagen dann sowas, ja, der hat jetzt ja den Behindertenbonus, dass er schon, sage ich mal, einen Grundstock an Gehalt hat. Das ist aber ganz wichtig. Es wird aktuell in unserer Gesetzgebung mit dem diejenigen gleichgesetzt, der beispielsweise Hartz IV empfängt, also der irgendwie eine Sozialleistung bekommen muss. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und da muss man halt gucken, dass man das in der Zukunft anpasst. Sie haben auch schon den Arbeitskräftemangel in der Pflege angesprochen. Ich glaube, wir haben alle auch ganz speziell nochmal während der Corona-Pandemie gemerkt, wie wichtig Menschen sind, die in der Pflege arbeiten. Und der Unmut wurde sehr deutlich über die Arbeitsbedingungen in der Pflege. Herr Polz, was möchten Sie dagegen tun? Ja, diese Berufe brauchen eine größere Anerkennung in der Bevölkerung. Die brauchen nicht nur Klatschen, sondern sie brauchen eine wirkliche Anerkennung. Und ich habe großen Respekt vor diesen Leuten, die in der Pflege arbeiten, nur Männer oder Frauen. Es ist tatsächlich eine körperlich schwere Arbeit. Es ist auch eine seelisch schwere Arbeit, auf diese Menschen dann auch einzugehen und für die Menschen auch die Zeit dazu haben. Ist natürlich ein schweres Thema. Pflege muss letztendlich aber auch noch bezahlbar bleiben. Das müssen wir ja auch mal sein. Wenn ich Familienangehörige pflege und ich habe zusammen mit meiner Frau eine alte Tante, die Schwester meines Vaters zu Hause gepflegt, es kostet auch Geld. Ne? Und wenn man eine Pflegekraft dort in den Haushalt mit reinholt, es ist schwierig. Ich bin da nicht der große Fachmann für Pflege, aber ich kann Ihnen auch nicht sagen, wo jetzt eine pflegende Person, wenn Sie das jetzt mal monetär ausdrücken wollen, wo das liegen muss. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber erstmal muss die Anerkennung stimmen und dann muss natürlich auch letztendlich die Entlohnung stimmen. Aber das jetzt an einer Summe festzumachen, schwierig. Wie kann man denn die Anerkennung verbessern politisch? Naja, man kann wieder über Tarifverträge was machen, dass man an die Arbeitszeiten rangeht, dass man die Stunden reduziert. Dazu muss ich natürlich wieder mehr Personal haben, dass ich einen Ausgleich habe, denn ein Mensch muss gepflegt werden. Den können Sie nicht einfach einen Tag sitzen lassen, sondern Sie müssen ihn pflegen. Und wenn er eine Intensivpflege braucht, dann ist es noch schwieriger, das abzudecken. Also da gibt es eine Menge Instrumente, mehr Urlaub vielleicht, als wir das im Durchschnitt haben. Wie gesagt, Arbeitszeitreduzierung, man muss im Schichtdienst was machen. Es gibt viele Leute, die sagen, ich mache gerne Nachtschicht zum Beispiel und dass man da viel tut. Also da gibt es eine ganze Menge Instrumente. Es gibt Betriebe, die da sehr flexibel und auch sehr in Anführungsstrichen fantasiereich sind, um dann auch über andere Instrumente, die das Personal in dem Sinne oder sich attraktiv für Personal zu machen. Herr Peters, sind das geeignete Instrumente? Warum haben Sie es 16 Jahre lang nicht gemacht? Also wir sind in einem Pflegenotstand, das kommt ja auch nicht zum Ausdruck. Wir haben Veranstaltungen mit Pflegekräften zusammen gemacht. Wir haben uns auch an den Tarifkämpfen mit den Pflegekräften beteiligt. Wir haben mit Verdi versucht, Pflegekräfte zu organisieren.
Und die sagen alle, hört auf zu klatschen oder von Anerkennung zu reden. Anerkennung bedeutet mehr Personal und mehr Gehalt. Und das bedeutet dann auch, dass man quasi das Krankenversicherungssystem umändern muss, dass quasi auch mehr Pflegeleistungen erstattet werden. Es kann nicht sein, dass man Pflegekräfte nicht ordentlich bezahlt, damit man sich die Pflege leisten kann. Das tun wir im Gesundheitssystem ja auch nicht. Wir können uns keine ordentlichen Ärzte leisten, weil ihr müsst ja im Krankenhaus vielleicht bezahlen. Natürlich werden solche Leistungen gestellt. Natürlich wird sowas als Recht gesehen. Der Pflege tun wir es nicht. Die Pflege ist teilprivatisiert in vielen Bereichen. Und das ist ein Riesenproblem. Solange wir Pflege nicht als ein Menschenrecht anerkennen, würdige Pflege im Alter, die sich jede Familie leisten kann, wo auch der Staat Verantwortung übernehmen muss, entsprechend Geld reingeben muss, die Pflegeberufe so aufwerten muss, dass auch nicht zu wenig Leute Pflegekräfte werden wollen, sondern mehr Leute diesen Beruf ergreifen, weil das etwas ist, wovon man auch leben kann und wo man nicht im Schnitt ungelogen nach 7 Jahren den Pflegeberuf verlässt, weil man sonst Angst hat, krank zu werden, Burnout zu bekommen etc. So anstrengend ist das. Und nur um ein Beispiel zu haben wegen dem Pflegenotstand, wir haben eine Veranstaltung gemacht mit einer Pflegeleiterin, die hat gesagt, wir sind so schlecht ausgestattet, die Nachtschicht besteht aus einer, also im Schnitt muss eine Nachtschicht irgendwie 100 Betten betreuen. Wenn da 2 Leute einen Notfall haben, dann hat man ein Riesenproblem. Und die können, dann haben wir gefragt, warum geht ihr nicht streiken? Wie? Wir sind unter Notbesetzung und zwar dauerhaft. Und das ist das Problem. Und wenn ich dann höre, man müsste und man könnte mal, insbesondere von Parteien, die seit 16 Jahren in der Regierung ist, dann fällt es mir sehr, sehr schwer, ruhig zu sein. Und da ist das Richtige, erstens die Gehälter aufzustocken und zweitens auch die Krankenversicherung etc. mehr in die Pflicht zu nehmen, dass auch mehr Leistungen übernommen werden. Weil es kann nicht sein, dass Pflege ein Geschäft ist. Dann haben wir nämlich genau solche Zustände. Pflege ist ein Menschenrecht und zwar für alle. Herr Blankenburg, auch die SPD ist in der Regierung. Hätte die auch mehr machen müssen für die Pflege? Ne, wir haben es ja zum Teil auch schon probiert, aber ja, es ist auch mit dem angesprochenen Koalitionspartner eben nicht so einfach, weil dann eben auch solche, sage ich jetzt mal, Vorurteile oder solche Denkweisen, dass die Pflege bloß nicht zu teuer sein darf, damit sich das noch jeder leisten könnte, sage ich jetzt mal, um das zu rezitieren, wenn die immer noch vorherrschen. Ich glaube, ich verstehe da ehrlich gesagt auch ihren Ansatz nicht, weil im Zweifel muss diese Person sich ja selber auch die Pflege leisten können und wenn sie und muss ja auch selber leben können. Und wenn das Gehalt so niedrig ist, dass sich nicht mal eine Wohnung geleistet werden kann, die Miete für die Wohnung bezahlt werden kann, dann bringt uns das allen nichts. Deswegen glauben wir brauchen zum einen einen Pflegemindestlohn, also der nochmal höher ist als die 12 Euro, die wir gerade schon. Wie hoch? Wir sind bei 16 Euro. Und darüber hinaus aber auch eine Ausweitung der Tarifverträge. Und da sind wir als Staat zum Beispiel auch in der Lage, das gut zu machen, denn der Staat rechnet ja zum Beispiel auch Pflegesätze ab. Und wenn wir jetzt nur noch zum Beispiel in der Altenpflege auch die AnbieterInnen bezahlen und mit an Ausschreibungen beteiligen, die sich an einem Tarifvertrag beteiligen, dann haben wir da einen Hebel, über den wir rangehen können. Die SPD stellt ja nun schon seit Jahren den Sozialminister. Verstehe ich nicht, warum da nicht längst was gemacht wird. Sie den Gesundheitsminister. Zur Würde im Alter gehört auch eine gute Rente. Und da hat die FDP jetzt mal ein anderes Modell vorgestellt, und zwar die gesetzliche Aktienrente. Wie funktioniert die, leicht verständlich erklärt? Die funktioniert folgendermaßen. Aktuell haben wir ja das Problem, dass auf jeden Rentner ungefähr 2 Beitragszahler kommen. In den 60er Jahren war es noch so, dass wir 6 Einzahler hatten und einen Rentner. Und wir haben aktuell ein Umlage- oder schon immer ein umlagefinanziertes System. Das bedeutet, dass alle, die Arbeitnehmer sind und jetzt was in die Kassen einzahlen, kriegen das nicht für sich angespart, sondern das wird sofort wieder rausgenommen für die aktuellen Rentnerinnen und Rentner. So, und das funktioniert nicht. Natürlich, wir haben gerade von Medizin gesprochen oder Pflege, hängt das primär mit dem medizinischen Fortschritt zusammen. Die Menschen leben auch noch länger. Es waren in den 60ern 10 Jahre, inzwischen sind es 20 Jahre, die Menschen dann noch Rente beziehen. Und da funktioniert einfach dieses umlagefinanzierte System nicht mehr. So, und unsere Idee der gesetzlichen Aktienrente ist es, dass wir einen Teil von dem Beitrag, von den 18,6%, dass wir ca. 2 Prozentpunkte da rausnehmen
und die in einen Fonds einzahlen, der staatlich aufgelegt ist. Schweden macht das Ganze vor, da funktioniert das schon seit Jahren sehr erfolgreich. Und da beteiligt man sich einfach am Produktivkapital, sodass das Ganze dann auch weiter sich entwickeln kann und nicht direkt wieder weg ist, das Geld. Herr Heinecke, ich sehe, für Sie klingt das gut. Absolut. Also ich denke, wir müssen Wege finden, dass wir einfach an einer positiven Entwicklung, einer wirtschaftlichen positiven Entwicklung mehr Leute teilhaben lassen. Und genau solche Modelle sind eine Möglichkeit, dass wir das können. Aber man kann das auch weiter noch ausweiten. Also das Problem in Deutschland ist, jeder parkt sein Geld auf Sparbüchern oder in Anlageformen, die nicht besonders gewinnträchtig sind. Und in anderen Ländern werden Bürgerinnen und Bürger sehr viel mehr an Unternehmen beteiligt, entweder direkt oder über Fonds oder ähnliche Sachen. Und dadurch wird dann sozusagen auch der Erfolg der Wirtschaft mehr in die Bevölkerung getragen. Und da sind wir im Moment schlecht und da müssen wir besser werden. Vielleicht noch ein zusätzlicher Benefit von so einer kapitalmarktorientierten Rentenlösung. Das würde auch bedeuten, wie in Amerika das auch üblich ist, dass gewisse Anteile in Risikokapital gesteckt werden dürfen. Und wir haben, was das ganze Start-up-Thema angeht, ein großes Problem mit der Verfügbarkeit von Risikokapital. Und warum die Amerikaner da besser sind, das hängt genau damit zusammen, dass diese ganzen Rentenversicherungen kleinste Anteile immer mitkaufen und dass dadurch eine große Menge dafür zur Verfügung steht. Das ist bisher bei uns verboten, gibt es nicht. Und das ist auch ein wesentlicher Hemmschuh, warum der ganze Bereich Innovation und Startups bei uns nicht so floriert, wie er könnte, weil dieses Kapital fehlt. Und genau solche Modelle und da so ein Umdenken genau in diesem Bereich könnte, glaube ich, dazu einer positiven Entwicklung führen. Herr Polz, wäre die CDU dabei? Das kann ich Ihnen nicht so pauschal sagen. Es ist ein Modell und wir haben es ja gerade gehört von der Kollegin, dass es in Schweden das schon, ich weiß gar nicht wie lange, aber es gibt schon ein paar Jahre in Schweden schon und es hat auch funktioniert. Es kann ja auch nur wieder ein Baustein sein. Wir müssen, und das haben wir in Deutschland ja auch in den letzten Jahren auch immer wieder propagiert und auch umgesetzt, dass die Rente sich auf drei Säulen aufbaut. Ne? Das ist einmal das, was er einzahlt in seine Rente, das ist dann die private Vorsorge und das, was die betriebliche Vorsorge dir aufweicht. Und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf eine betriebliche Rentenversicherung. Jeder Arbeitgeber muss das machen. Der Arbeitgeber kann bestimmen, wo er es macht. Nicht? Aber der Arbeitnehmer hat auf jeden Fall einen gesetzlichen Anspruch drauf. Das wird leider vielfach nicht angenommen oder nicht gefordert, will ich es mal sagen, von den Arbeitnehmern. Ob das nun Nichtwissen ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich kenne das aus meinem Handwerksbetrieb, wir haben das den Mitarbeitern angeboten. Das ist ja auch noch ein Vorteil, den ich als Arbeitgeber meinen Mitarbeitern bieten kann, attraktiv zu sein als Arbeitgeber, dass ich eine betriebliche Rentenversicherung aufbaue für meine Mitarbeiter, die sie dann auch mitnehmen können. Das wird auch noch viel zu wenig gemacht. Sie kommen aus dem Bankenbereich, Sie kennen das sicherlich wesentlich besser noch im Detail als ich. Also wir haben hier schon eine ganze Menge machen, aber leider wird es noch viel zu wenig gemacht, gerade bei jungen Leuten. Ich rate auch jedem zum Beispiel mit kleinen Bausparverträgen anzufangen, um auch mal Wohneigentum, das ist ja auch was für die Rente, wenn ich Wohneigentum habe, fällt die Miete letztendlich, vereinfacht gesagt, am Ende des Arbeitslebens weg, wenn ich meine Wohnung oder mein Haus abbezahlt habe. Da gibt es eine ganze Menge, die wir noch gar nicht so richtig voll ausgeschöpft haben. Also keine komplette Ablehnung zuerst zu diesem Vorschlag von der FDP. Frau Staute, machen Sie Jamaika vollständig? Naja, also ich bin sehr skeptisch, wenn man gerade den Bereich der Absicherung über Aktienanteile und Fonds regeln möchte. Weil, also meiner Meinung nach sind Aktiengeschäfte und Investitionen in den Bereich, was für Leute, die Spielgeld übrig haben, die in ihrem Wohneigentum, da gebe ich Herrn Polz mal recht, leben, die noch zwei, drei andere Häuser haben und dann, wo sollen wir hin mit unserem Geld? Okay, jetzt legen wir es noch in Aktien an und versuchen es zu vermehren. Aber wenn man hier, wie Herr Merz irgendwie vorgeschlagen hat, also quasi die Rente soll abgesichert werden, womöglich zwangsweise über solche Fonds, dann halte ich das für sehr, sehr schwierig, weil ne, auch, ich meine, wir haben doch vorhin über den Klimawandel geredet. Wir wissen doch überhaupt nicht, in was für eine Richtung irgendwie unsere Wirtschaft auch sich noch entwickeln wird, mit was für Einbrüchen wir vielleicht zu tun haben. Und da finde ich das
sehr riskant, da so stark auf diese Richtung zu setzen. Es kann ein Teil das kann ein Baustein vielleicht sein, aber ich würde persönlich Leuten eher immer abraten und sagen, also ne, guck erst mal, wir haben ja eine sehr niedrige Eigentumsquote zum Beispiel in Deutschland, also im europäischen Vergleich, also ne, Italien, Spanien und so weiter, wohnen sehr viel mehr Leute im Wohneigentum, und das ist was wirklich eher, finde ich, auch im Fokus stehen müsste, wenn es um die Vermeidung von Altersarmut geht, etc. Sie wollten aber gerade drauf. Aber gerade die Grünen wollen doch, dass möglichst nicht mehr alle jungen Familien in Wohneigentum können. Nein, das ist Unsinn. Das ist völliger Unsinn. Es geht darum, es geht einmal um das Thema Versiegelung. Also Sie haben ja vorhin selber gesagt, ach, Artenschutz ist so wichtig, und haben uns vorgeworfen, wir würden nichts dafür tun. Also der niedersächsische Weg, den gibt es nur, weil die Grünen einen Volksbegehren Artenschutz vorher angeschoben haben. Und unsere Kritik an diesem, jeder baut sich überall ein Eigenheim auf die grüne Wiese, ist, dass da unnötig Fläche versiegelt wird. Wir wollen eine innerstädtische Verdichtung. Wir wollen, dass auch das Thema, also wir müssen das ganze Thema Klimaschutz und so weiter auch immer unter diesen Suffizienzgesichtspunkten sehen. Und die Entwicklung, dass immer mehr, dass pro Person immer mehr Wohnraum genutzt wird und beheizt werden muss und so weiter, der konterkariert ja häufig alle Einsparungsbestrebungen, diese Rebound-Effekte. Und deswegen ist die Frage Wohneigentum und wie viel Wohneigentum oder Tiny House oder gemeinschaftliches Wohnen, das sind ja keine Widersprüche. Um mal bei dem Thema Eigentum zu bleiben, das wird natürlich auch oft vererbt. Da würde ich gerne den Bogen schlagen zum Thema Steuern und konkret der Erbschaftssteuer. Ich habe schon gemerkt, Sie sind kein großer Fan davon, trotzdem werde ich das weitermachen. Mit der Blitzrunde, einfach damit alle auch mal zu den Themen zu Wort kommen. Und zwar ist es momentan so, dass Kinder bis zu einem Erbe von 400.000 Euro noch keine Erbschaftssteuer zahlen müssen. Halten Sie diesen Freibetrag für gut, so wie er ist? Sollte er höher sein oder sollte er lieber niedriger sein? Meiner Meinung nach sollte er höher sein. Gerade wenn Firmen etc. vererbt werden, kann das ziemliche Probleme verursachen. Tatsächlich bin ich auch gegen eine Erhöhung der Erbschaftssteuer. Also so bleiben wir es. Ich gebe Ihnen da völlig recht. Ich bin selbst Firmeninhaber. Das kann eine Firma die Existenz kosten. Und das ist total richtig. Nicht machbar. Nein, muss man erhöhen. Völlig richtig. Einmal Herr Blankenburg erstmal, dann geht es weiter. Ich bin kein Steuerexperte, aber grundsätzlich ist ja Deutschland aktuell so, dass Vermögen eher vererbt wird als selbstständig erwirtschaftet. Von daher, um die Allgemeinheit und das Gemeinwesen zu finanzieren, müssen wir daran. Deswegen eine höhere Erbschaftssteuer. Frau Staud. Ja, bin ich auch absolut, oder sind wir auch dafür. Also die Spaltung zwischen Arm und Reich nimmt ja bekanntermaßen zu. Und das macht sich auch sehr deutlich daran, dass die einen wahnsinnig viel erben werden in den nächsten Jahren und die andere Hälfte oder mehr als die Hälfte eben nichts vererbt bekommt. Und wenn man diese Spaltung auch der begegnen möchte, dann muss man auch an diese großen Erbschaften ran. Es geht nicht um das Familienhaus, das vererbt wird. Da muss es selbstverständlich Freibeträge geben. Aber letztendlich muss man ja auch sagen, dass seit dem Krieg eben durch die Verschwendung von Ressourcen und die ganzen Verbräuche, die da gelaufen sind, die jetzt repariert werden müssen, ist ja viel Vermögen angehäuft worden. Und warum? Der Staat soll das ja alles jetzt bezahlen, irgendwie diesen Ausgleich. Dann muss er doch auch auf dieses Vermögen mit zugreifen können. Und im Übrigen, Unsummen zu ererben, glaube ich, ist manchmal vielleicht auch eine Last. Also, ich finde es irre, wie viele Fake News hier existieren. Also, Herr Pulz, ich komme von einem Familienbetrieb und wir haben ein Erbe hinter uns.
wurden nicht durch die Erbschaftssteuer ruiniert, auch weil wir kaum welche zahlen mussten, weil wir den Betrieb weitergeführt haben. Das ist nämlich der Kniff bei der Sache. Erstens muss man nicht auf einen Schlag einen Riesenbatzen Erbschaftssteuern zahlen. Zweitens muss man gar keine Erbschaftssteuern zahlen, wenn man den Betrieb weiterführt. Das wird hier immer behauptet, dass das hier so ein Unternehmen ruinieren würde. Also die meisten Millionäre, die meisten... Haben und die Geld haben wollen, dann geht so ein Betrieb in die Grütze. Da kann ich Ihnen eine ganze Menge Beispiele nennen. Sie sind ja nicht alleine. Denken Sie, Sie haben die zwei können, Geschwister. Die müssen nicht auf einen Schlag Erbschaftssteuer zurückzahlen. Aber das ist völliger Unsinn. Und zweitens, eine Auszahlung verdienen und Sie noch Erbschaftssteuer zahlen müssen, dann... Nee, es ist einfach völliger Unsinn. Ja, wenn Sie die Firma zerschlagen wollen, dann können Sie schlecht sagen, der Staat ist schuld. Das stimmt. Zweitens, natürlich muss die Erbschaftssteuer raus. Die meisten Leute sind nur deswegen Millionäre. Oder die meisten Leute haben übrigens auch nur deswegen ein Eigenheim. Also nicht, weil sie sich das von ihren Rücklagen aufgebaut haben. Das können viele Menschen gar nicht, weil die Löhne teilweise gar nicht reichen. Deswegen regt mich das auch mit der privaten Altersvorsorge raus. Wir haben massive Altersarmut und ich höre private Altersvorsorge. Wir brauchen eine Mindestrente von 1.200 Euro. Das ist der Vorschlag der Linken. Und nur zwei kurze Punkte, dann schließe ich damit ab. Also die Umlagenfinanzierung ist deswegen fehlerhaft, weil nicht alle Leute einzahlen. Und würden das alle tun, dann hätten wir auch ein Problem. Die ist nämlich krisenfest und ist nicht auf Glücksspiel an der Börse angewiesen. Und eine Legende, mit der muss ich mal wirklich aufräumen, mit der Lebenserwartung der Leute, die gegen die Rentenhöhe auszuspielen, ist einfach komplett zynisch. Es gibt nämlich so etwas wie technologischen Fortschritt. Das bedeutet, dass wenn man heute produziert an einer Maschine, man viel mehr produziert als die Generation vorher. Das gleicht das doppelt und dreifach wieder aus. Das heißt, wir haben das Problem demografischer Wandel im Hinblick auf die Rentenhöhe schlicht und ergreifend nicht. Können Sie mir auch keine einzige wissenschaftliche Studie dafür belegen, die Ihre Hauptbehauptung belegt. Und die FDP sagt das immer und immer und immer wieder. Und deswegen haben wir Rentenarmut und deswegen brauchen wir auch eine Mindestrente. Denn es kann nicht sein, dass Leute trotz, obwohl sie auch teilweise ihr ganzes Leben gearbeitet haben, im Altersarmut Flaschen sammeln müssen. Das geht nicht. Klar macht es einen Unterschied, ob eine Person 10 Jahre lang eine Rente bezieht oder diese 20 Jahre lang bezieht. Natürlich ist dann die Auszahlungsgröße einfach eine andere und die Einzahlung war eine kürzere Zeit. Und es geht nicht ums Ausspielen, es sind halt einfach, es ist halt so, die Zahlen sind so. Was wir machen möchten, auch im Bereich der Rente ist, dass wir die Lebensleistung von Leuten anerkennen wollen und nicht möchten, dass sie später zum Amt gehen müssen, wenn sie beispielsweise nur eine geringe Rente haben. Dass man nicht noch zusätzlich Grundsicherung beantragen muss. Da ist es uns ganz wichtig, dass es eine Behörde gibt, an der dann gegebenenfalls die Rente aufgestockt wird, sollte die gesetzliche Rente nicht ausreichend sein. Wir nennen das Ganze Basisrente, ja. Sagst du noch mal, was Sie eben gesagt haben ins Mikro, weil die bei Zoom hören das nicht. Ich fragte also eine Grundrente, aber die wurde ja bejaht. Ich würde bei diesem Thema einmal einen Cut machen, damit wir noch ein Thema besprechen können, das in Deutschland als größte Bedrohung wahrgenommen wird in einer repräsentativen Umfrage. Mit 70,3% sagen die Menschen, sie halten den Rechtsextremismus für die größte Bedrohung in der Gesellschaft. Herr Peters, Sie sind im Netzwerk gegen Rechts aktiv. Wie schätzen Sie denn die Lage zum Rechtsextremismus in Deutschland ein, speziell auch auf institutioneller Ebene, wie zum Beispiel bei der Polizei? Uha, das ist ein großes Thema. Also bei institutioneller Ebene hat man viel lange weggeguckt, was es, sage ich mal, schon in der Nachkriegszeit an Kontinuitäten war. Also gerade in der Konrad-Adenauer-Ära wurden sehr, sehr viele Nazis zurück, leider unter Duldung der Alliierten, in den Staatsapparat reingeholt. Das hat historische Gründe und wäre jetzt ein bisschen zu groß. Man guckt da nicht so genau hin. Das ist ein ungemütliches Thema, wenn ich mir überlege, dass allein im Verfassungsschutz Georg Maaßen, der wieder für die CDU aufgestellt wurde, so rumläuft, das ist, wie gesagt, das ist auf diese historische Kontinuität zurückzuziehen. Und da hat auch die CDU keine klare Abgrenzung nach rechts. Also da ist sie relativ wehrlos, siehe Thomas Kemmerich von der FDP in Thüringen, von der CDU ja unterstützt, zusammen mit Björn Höcke entsprechend aufgestellt. Rechtsextremismus ist ein enorm großes Thema. Wir sollten uns nicht damit beruhigen, dass jetzt, sage ich mal, die AfD so viel miteinander beschäftigt ist. Wir erleben eine enorme Radikalisierung dahingehend, dass Gewalttaten zunehmen. 2020 ist jetzt, glaube ich, das Jahr mit über 24.000 rechten Straftaten. Das ist der Höchststand, den wir in der Bundesrepublik haben. Brände, Flüchtlingswohnheime, Mordanschläge, Hanau, Kassel etc. Wir haben nach wie vor auf der Bundesebene die Einstellung, dass es sich hierbei um Einzelfälle handeln würden. Hätten wir diese ganzen, und da kann ich nur wirklich alle ermutigen, sich auch gegen rechts zu engagieren, hätten wir diese ganzen
antifaschistische Strukturen, wie zum Beispiel die Antifa nicht, die gerne denunziert wird, dann wüssten wir vieles über die Rechtsextremen nicht. Alles, was zum Beispiel das öffentliche, also 80% von dem, was das öffentliche, rechtliche über rechtsextreme Strukturen aufdeckt, wissen die nur, weil es ehrenamtliche, antifaschistische Aktive gibt, die diese Beobachtung übernehmen, was der Staat gerne mal versäumt. Und es hat soziale Ursachen. Wir werden das nicht einfach damit bekämpfen, indem wir quasi jetzt mehr auf den, auf die Rechtsextremisten und den Rechtsterrorismus blicken, sondern wir müssen mit einer Sozialpolitik brechen, wo immer mehr Menschen gegen den Abstieg kämpfen. Die Angst vor dem sozialen Abstieg ermöglicht, dass man den Leuten einredet, die sogenannten Ausländer wollen dir noch den Job wegnehmen oder den Wohnraum wegnehmen oder die deutsche Leitkultur wegnehmen oder was weiß ich nicht was. Lösen wir diese sozialen Probleme nicht, dann lassen sich auch Leute einfacher gegeneinander ausspielen und das ist Wasser auf die Mühlen der Rechtsextremen, insbesondere wenn man teilweise die Parolen der Rechtsextremen wiederholt, wie es einige Parteien tun. Von daher müssen wir da bedarf es auch großer zivilgesellschaftlicher Anstrengung und die Politik hat vor allen Dingen die Aufgabe, die Ursachen, und das sind meistens sozialpolitische Ursachen, dahingehend zu beseitigen. Möchten Sie darauf reagieren, einmal auf die konkreten Anschuldigungen zur CDU? Ich verwahre mich natürlich gegen die Behauptung, dass die CDU Rechtsextremismus in irgendeiner Weise schützt, muss man klipp und klar sagen. Also das ist natürlich dummes Zeug und wenn Sie sowas verbreiten, dann lügen Sie, das sage ich ganz einfach mal. Hier. Thomas Kemmerich? Thomas Kemmerich ist kein CDU-Mitglied. Sie haben mit den AfD zusammen einen FDP-Ministerpräsidenten gewählt. Die Linken haben auch schon mal mit der AfD abgestimmt. Nee. Sie haben ja nicht die AfD. Sie haben einen Ministerpräsidenten gewählt. Es geht doch nicht darum, dass... Sie haben in Thüringen zusammen mit Faschisten einen Ministerpräsidenten gewählt. Oder ist Herr Peters? Stellen Sie sich dieser Tatsache oder nicht? Sie haben in Thüringen zusammen mit Faschisten einen Ministerpräsidenten gewählt. Also ich bin kein Thüringer, ich bin Niedersachse. Und wenn die, dann müssen Sie Thüringer CDU-Kollegen fragen. Ist Heiko Maaßen bei Ihnen in der CDU oder nicht? Ja, natürlich ist er in der CDU. Das ist ja auch nicht verwerflich, in der CDU zu sein. Und aber wenn die Kollegen der CDU in Thüringen sagen, wir wählen einen freien Demokraten zum Ministerpräsidenten. Okay, was ist daran rechtsextremistisch? Dass die AfD, ist ja eine eigenständige Partei, mit der haben wir nichts zu tun, wir haben eine starke Abgrenzung zur AfD, dasselbe tut. Sie wussten das vorher, dass die AfD so abgrenzt. Aber Sie weichen jetzt auch die Frage der Moderatorin aus, wie wir Rechtsextremismus beurteilen. Und der Rechtsextremismus ist eine Gefahr in Deutschland. Und die CDU verharmlost den Extremismus nicht. Weder von rechts noch von links. Ja, ne? Doch, indem Sie das gleichsetzen, lassen Sie mich doch mal ausreden. Ich lasse Sie auch ausreden. Denn viele sind ja auch gerade aus Ihrem Bereich auf den linken Auge blind. Das muss man auch sagen. Ich erinnere nur an den G20-Gipfel in Hamburg, wo da die Linksextremisten ganze Stadtteile in Schutt und Asse gelegt haben. Das waren keine Rechtsextremisten. Vergessen Sie das bitte nicht. Hat die CDU Flüchtlinge kriminalisiert oder nicht? Haben Sie die Seenotrettung kriminalisiert oder nicht? Ich habe immer gegen den Rechtsextremismus ausgesprochen. Das, was Sie jetzt ist blanke Propaganda, die Sie hier bringen. Linke Propaganda ist das. Und vor allen Dingen weil Sie keine Argumente haben. Und Herrn Kemmerich irgendwie des Rechtsextremismus zu bezichtigen, das kann wirklich nur machen, wer ihn nicht kennt. Zu Herrn Kemmerich würde ich ganz vielleicht lieber gerne Frau Schulz sagen. Entschuldigung. Ja, von der FDP. Ja, also ich war schockiert, als das Ergebnis bekannt gegeben wurde, weil ich mich definitiv, also ich war, keine Ahnung, ich glaube mit 14 das erste Mal auf einer Demo gegen rechts. Und das hat dazu geführt, dass wir tatsächlich im Landesverband Niedersachsen sofort eine Sondersitzung hatten, uns mit allen getroffen haben und programmatisch uns dahingehend geeinigt haben, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben wird, in gar keinen Bereichen, weil die uns in der Regel nur als Steigbügelhalter nutzen. Also die geben vor, demokratisch irgendwie was umsetzen zu wollen, das ist aber nicht deren Ziel. Und Herr Kemmerich ist jetzt eine Einzelperson, Menschen sind verschieden. Ich finde es hier schwierig, wenn wir uns hier gegenseitig dafür verantwortlich machen, dass zum Beispiel in meiner Partei gibt 70.000 Mitglieder. Da sind halt auch ein paar Verrückte dabei und die Konsequenzen, also hier war es tatsächlich so, dass wir sofort gesagt haben, er muss von diesem Amt zurücktreten. Das geht so nicht, weil das nicht mit unseren, sage ich mal, Grundwerten, freiheitlichen Grundwerten in einem Einklang steht. Ich glaube, wir haben jetzt genau die aufgeheizte Stimmung, die wir für die Fragerunde brauchen. Die soll nämlich auf jeden Fall nicht zu kurz kommen. Erstmal vielen Dank hier für die Podiumsdiskussion an alle DiskutantInnen. Einmal kurz applaudieren.
Und damit das gleich nicht zu kurz kommt, möchte ich noch einmal sagen, dass ich das hier natürlich nicht alleine organisiert habe. Ich habe das überhaupt nicht organisiert, sondern die Projektgruppe von Policy Lab. Und das war in der Projektleitung Emily. Und mit dabei waren Cecilia, Hanne, Lynn, Franzi, Elena, Arne und Marlene, die das hier alles organisiert haben, die Kandidatinnen angefragt haben, sich auch hier um die Location gekümmert haben. Das ist neben dem Studium viel mehr Arbeit, als das vielleicht jetzt wirkt. Deshalb vielen, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Richtig super. Danke an euch. Und wo wir dabei sind, noch ein allerletztes Mal klatschen ans Mosaik, dass wir bei euch sein dürfen. Und dann können wir jetzt eigentlich auch schon in die Fragerunde starten. Ich würde so ein bisschen abwechselnd zwischen Menschen, die hier vor Ort sind und Menschen, die bei Zoom Fragen haben, je nachdem, wo denn jetzt zuerst jemand da ist. Bei Zoom könnt ihr das, glaube ich, einfach in den Chat schreiben. Das würde dann Hanne von Policy Lab vorlesen. Die Sprechfunktion haben wir jetzt wegen der Tonqualität ausgeschaltet. Ist schon irgendwo was da? Da darf ich einmal kurz die Pause noch. Achso, da ist eine Meldung. Ja, vielen Dank erstmal für die Vorträge. Das hat ja alles sehr gut die Parteien auf den Punkt gebracht. Ich wollte Herrn Polz einmal fragen, das war jetzt eben nur so ein Nebensatz. Sie sagten, es ist gar kein Problem, dass Herr Maaßen in der Partei bleibt, der CDU. Sie sagen aber gleichzeitig, Sie grenzen sich stark gegen den Rechtsextremismus ab. Wie bringen Sie das in Übereinstimmung, diese beiden Aussagen? Ich kenne Herrn Maaßen persönlich nicht. Geht das? Ja. Ich kenne Herrn Maaßen persönlich nicht und wenn er Mitglied der CDU ist, sonst hätten die Kollegen in Thüringen, oder ich frage Sie, Thüringer? Ich weiß gar nicht. Thüringer. Dann hätten die der Landesverband Thüringen sicherlich schon ein Parteiausschussverfahren in die Wege geleitet. Wer kann ich dazu nicht sagen? Er war Präsident des Verfassungsschutzes. Ich glaube nicht, dass wir dort einen Menschen, der rechtsextremes Gedankengut hat, länger oder überhaupt an die Spitze so einer Behörde gestellt hätten. Fragen Sie bitte den Landesverband Thüringen. Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich kenne ihn weder persönlich, habe ihn nie persönlich gesehen. Ich kenne auch seine Äußerungen aus dem Fernsehen und die Kommentare dazu. Aber man muss ihn doch nicht persönlich kennen, um seine Gesinnung einschätzen zu können. Doch, man muss eine Person persönlich kennen. Sonst kann man nicht vorurteilsfrei über einen Menschen sich äußern. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn Sie das tun, nur auf einen Menschen aus dritter Seite zu beurteilen, halte ich für sehr gefährlich. Also ich kenne Björn Höcke nicht persönlich. Dass die ostdeutsche CDU irgendwie da manchmal Probleme hat, sich abzugrenzen, weil sie aus strategischen Gründen versuchen, da noch Stimmen abzugreifen. Ne? Das ist schon schlimm genug. Aber dass sie hier auch sich nicht distanzieren und auch mal Kritik üben, also das ist so eine, das ist auch mit ein Problem, so ein Chorgeist, ne? Dass man sowas nicht thematisiert und klar benennt. Also da fängt es doch letztendlich an. Also, das hat mit Chorgeist nichts zu tun, urteile nicht über Menschen, die ich nicht persönlich kenne. Und das ist etwas, was Sie mir auch zugestehen müssen, Frau Staudte. Nee. Ich kann nicht über einen Menschen urteilen, den ich nicht persönlich kenne, mit dem ich keine drei Worte gesprochen habe. Also das ist, ne? Kann ich nicht. Disqualifizieren Sie sich selber. Das Nein, muss man tatsächlich gar nicht ist mehr Herr Maaßen in den Medien, aus welchen Gründen noch immer sehr präsent und ich denke, da kann man sich schon ein Urteil darüber bilden, in welche Richtung seine Ziele und Ideen so gehen. Und es gibt ja auch einen Grund, warum er nicht mehr der Chef vom Verfassungsschutz ist. Gibt es noch Fragen von Zoom vielleicht, dass wir die nicht benachteiligen hier? Genau, wir haben eine Frage im Zoom-Chat, die geht an alle. Es wurde vorhin schon mal kurz angesprochen. Die Frage ist, wie stehen Sie zur Seenotrettung? Ja, wenn es alle beantworten sollen, würde ich Sie bitten, sich möglichst kurz zu fassen. Beim Herrn Peters machen wir so.
Seenotrettung ist nicht nur kein Verbrechen, es ist eine Pflicht. Und die Tatsache, dass das teilweise auch von der Frontex-Politik und auch von der hiesigen Bundesregierung kriminalisiert wird, finde ich unerträglich. Und deswegen dringt mehr, solange von der EU-Ebene keine Seenotrettung ausreichend gestellt wird, unbedingt spendet auch vor allen Dingen an die Seenotrettung, Sea-Watch und wie die alle heißen. Die machen hervorragende Arbeit und die können jede Hilfe gebrauchen. Also spendet, helft die, ladet die ein. Die machen eine grandiose Arbeit, also sind für mich persönlich Helden. Ja, absolut. Ich bewundere das, dass Leute sich so dramatischen Situationen aussetzen, um zu helfen. Und das Schlimme ist, dass es eben notwendig ist, dass die Staaten keine legalen Möglichkeiten schaffen, um zu verhindern, dass Menschen sich in so gefährliche Situationen begeben. Und es ist wirklich zynisch, dass letztendlich die Frontex ja eigentlich als Abwehrmechanismus installiert worden ist. Wir haben auch einen Antrag im Landtag mal dazu eingebracht, dass wir wünschen, dass unsere Leute da abgezogen werden, solange das unter so einem Stern steht und Leute zurückgetrieben werden und erst recht in Lebensgefahr kommen. Also die zivile Seenotrettung ist also wirklich ein humanitärer Lichtblick. Ja, ich finde es ehrlich gesagt ein Armutszeugnis, dass es überhaupt notwendig ist und dass es nicht von staatlicher Seite organisiert wird und dass wir als Staaten immer weiter wegsehen und die Verantwortung auf ehrenamtliche ihr abschieben, die im Zweifelsfall auch noch ihr Leben dafür aufs Spiel setzen, wenn sie von auch EU-Staaten, unseren Partnerinnenländern weggepusht werden. Und von daher, glaube ich, brauchen wir da auch ein komplettes Umdenken in der europäischen Flüchtlingspolitik. Es reicht nicht, wenn wir immer nur sagen, wir machen es nur, solange es eine europäische Lösung gibt. Ich glaube, wir müssen da schnell handeln, weil jeder verschenkte Tag bedeutet auch, dass mehr Menschen auf dem Mittelmeer stehen. Seenotrettung ist internationales Recht und muss auch passieren. Was wir aber machen müssen, ist, dass diese Menschen gar nicht erst sich in die Gefahr begeben, sondern Hilfe in den Ländern geben. Das ist eigentlich das, was wir machen müssen. Wir müssen die Länder stabilisieren, wir müssen den Ländern Hilfe geben, in welcher Form auch immer. Da kann man lange drüber diskutieren. Allein reicht nicht Entwicklungshilfe, sondern da gibt es auch andere Instrumente. Aber um die Frage, das ist ja eine ganz einfache Frage, das ist internationales Recht und dazu, glaube ich, steht jeder hier. Da brauchen wir gar nicht die Humanität so groß raushängen, darüber zu diskutieren. Aber die CDU, also das hört sich ja gut an, Herr Polz, aber die CDU verwechselt ja immer Fluchtursachen mit Fluchtmöglichkeiten. Also ich bin auch sehr dafür, dass Fluchtursachen bekämpft werden, dass wir eine andere internationale Außenpolitik an den Tag legen, dass eben der Klimawandel bekämpft wird, dass Leute sich nicht deswegen auch noch auf den Weg machen müssen, dass Waffenlieferungen, also dass wir nicht noch dazu beitragen, dass Konflikte angeheizt werden und sich verschärfen. Aber die CDU-Politik bedeutet nur, dass die Fluchtmöglichkeiten abgeschafft werden und dass man Staaten Geld gibt, dass sie die Leute zurückhalten und in Libyen und sonst wo letztendlich dann in Lager steckt, aber nicht, dass die Fluchtursachen bekämpft werden. Frau Schulz? Ja, also natürlich müssen die Fluchtursachen bekämpft werden und eigentlich ist es Aufgabe des Staates und das ist eigentlich auch Aufgabe von Frontex, diese Seenotrettung zu gewährleisten. Allerdings sind die ja eher durch negative Pushbacks aufgefallen. Das heißt, die haben Leute wieder zurück aufs Meer getrieben und das ist natürlich humanitär überhaupt nicht in Ordnung. Und solange das der Staat nicht hinbekommt, müssen zivile Seenotretter da auf jeden Fall straffrei bleiben. Und Herr Heineken. Ich kann das nur in einem größeren Kontext beantworten und ich möchte deswegen nicht dezidiert nur auf diese Frage eingehen. Ich glaube, wir brauchen einfach funktionierende Lösungen in der ganzen Flüchtlingsproblematik und das zentrale Problem ist doch, wer es schafft, hier anzukommen, hat sozusagen es geschafft, dass er erstmal Ansprüche hat. Das ist die Ursache dafür, dass die Leute bis Mittelmeer kommen. Es ist ein Problem, dass die hier Ansprüche haben. Es wäre lieb, wenn Sie mich ausreden lassen auch würden. Das Problem ist letzten Endes, dass der Weg übers Mittelmeer es Ihnen ermöglicht, diese Ansprüche zu stellen. Würden wir allerdings sagen, ihr könnt nicht hier den Antrag stellen, sondern nur auf der anderen Seite zum Beispiel,
in den Herkunftsländern oder in den Umrainerstaaten, dann würden wir das Problem auf die Art und Weise lösen. Also ich glaube, es durch die Tatsache, dass diese Fluchtwege erfolgreich sind, werden sie genutzt. Würden wir die Erfolgsaussichten auf diesem Weg nehmen, würden wir das Sterben beenden. Weil das Sterben ist das, was wir alle unterbinden wollen. Ganz kurz. Das, was Herr Heinicke anspricht, ist der sogenannte Pull-Faktor. Der Pull-Faktor ist eine Erfindung der AfD, ist wissenschaftlich widerlegt. Diese Menschen kommen nicht, weil Hartz IV so geil ist. Diese Menschen fliehen vor Krieg, vor Armut, vor Hunger und Verfolgung. Es ging nicht, ich habe nicht über Pull-Faktoren gesprochen. Und wenn Sie sagen, ein Mensch nimmt den gesamten Todesmarsch durch die Sahara auf sich, um sich dann in einem kleinen Boot aufs Mittelmeer zu setzen, in der Hoffnung, irgendwann in Europa anzukommen, weil Hartz IV so geil ist, dann haben Sie nichts, aber auch gar nichts von Flüchtlingen verstanden. Die kommen nicht wegen der Sozialleistung, die fliehen vor den Situationen in ihren eigenen Ländern. Deswegen heißen die auch Geflüchtete. Ich glaube, ja, ich habe nichts anderes gesagt. Ich glaube, die Standpunkte der Parteien sind deutlich geworden. Alle können sich ein Bild davon machen, wie die Parteien dazu stehen. Gibt es vielleicht noch weitere Fragen? Ja, danke. Wir haben ja eben schon über den Pflege- und Gesundheitsnotstand gesprochen. Ich glaube, eine der Ursachen ist, dass in diesen Bereichen eine starke Privatisierung in den letzten 20 Jahren stattgefunden hat. Das heißt, man macht mit der Gesundheit oder mit der Krankheit der Menschen Geschäfte, man macht mit der Pflege Geschäfte. Und die meisten oder in vielen Regionen sind die Krankenhäuser privatisiert, stellen auch keine geordnete Versorgung mehr da, gerade im Kinderbereich, nur ein Beispiel. Und im Pflegebereich ist es ähnlich. Eine kurze Frage an alle Kandidaten hier. Sollte man nicht diese Daseinsvorsorge wieder in kommunale oder gesellschaftlich politisch relevante Bereiche übergeben? Wenn das an alle gehen soll, würde ich Sie jetzt noch mal bitten, sich einigermaßen kurz. Es reicht nur ja oder nein, auch wenn das schwer ist für PolitikerInnen. Die Frage ist einfach, die Antwort nicht zwingend. Also ich denke einfach mal, ein Blick in die Schweiz zeigt, dass ein Pflege- und Gesundheits- und entsprechendes System anders möglich ist als bei uns, auch mit sehr viel faireren oder besseren Einkommen. Was jetzt der schnellste Weg sozusagen dorthin ist, das ist, glaube ich, eine Sache, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil die auch an der Finanzierung hängt. Ich kann nur sagen, was Gesundheit und Pflege angeht, ein Blick auf die Schweiz lohnt. Die machen es erheblich besser. Und sie haben jedenfalls mehr Geld im System und die Menschen werden besser bezahlt. Und im Grunde genommen, die Basisleistungen für alle sind etwas geringer. Jeder braucht eine Zusatzversicherung, aber insgesamt halte ich das System für leistungsfähiger als bei uns. Ich würde dann einmal weitergeben an Frau Schulz. Okay, ja, das ist für mich tatsächlich auch ein schwieriges Thema. Grundsätzlich ist es ja so, dass egal ob staatlich oder privat, es Standards gibt in den verschiedenen Bereichen, in der Pflege, in der Betreuung im Krankenhaus. Und von daher fällt es mir jetzt schwer zu sagen, dass nur die Privatisierung dazu geführt hat, dass wir in diesen Bereichen Defizite haben. Herr Paul. Das Problem ist, dass die bei Zoom können gar nicht hören, was wir ohne Mikro sagen. Deshalb würde ich Sie einfach bitten, einmal, dass alle Gäste was dazu kurz sagen können. Herr Polz. Ja, wir haben ein gutes Beispiel in Lüneburg. Unter anderem auch mit der CDU. Da haben wir uns sehr stark für eingesetzt, dass unser Krankenhaus, unser Klinikum Lüneburg, ein kommunales Krankenhaus bleibt. Wir haben eine Gesundheitsholding gegründet, zusammen mit der psychiatrischen Klinik, mit der Orthoklinik. Und das als Gesundheitsholding zusammengebaut, will ich es mal nennen. Das ist ein Vorzeigemodell, was wunderbar läuft und auch zukunftsträchtig ist. In der Pflege sehe ich das ein bisschen anders. Pflege kann man privat organisieren. Das muss ich nicht kommunal machen. Wir haben übrigens auch in Lüneburg, wenn Sie die oben alte Stadtgärtnerei, da ist ja das Anna-Vogeler-Heim mit drin aufgegangen, das werden Sie vielleicht wissen.
Das haben wir auch. Das ist, glaube ich, so ein Twitter-Ding oben. Aber was die Krankheit oder die stationäre Gesundheitsversorgung angeht, das gehört in kommunaler Hand. Und das haben wir in Lüneburg ja auch. Und vor allem, ich wiederhole nochmal, vor allen Dingen auch mit der CDU bewiesen, dass es funktioniert. Und wir haben das hier ganz prima umgesetzt. Herr Blankenburg. Ja, ich sage ja, das Modellbeispiel, das können Sie auf andere Städte auch nehmen. Wir haben große Probleme zum Beispiel in Dannenberg mit der LBG-Klinik. Da haben wir als Land, glaube ich, 20 Millionen reingegeben, dass diese Klinik überhaupt neu gebaut wird und auch erweitert wird. Über Capio, glaube ich, war das, die das jetzt verkauft haben an drei ehemalige Geschäftsführer. Das haut hinten und vorne nicht hin. Bloß das jetzt wieder in kommunale Hand zurückzuführen, das ist, und da, glaube ich, übernimmt sich der Landkreis Lüchow-Dannenberg mit. Der finanziell, der hängt ja sowieso am Tropf des Landes und an anderen Fördermitteln mit sein. Ob der Landkreis überhaupt noch überlebensfähig ist, eine andere Diskussion. Der hat noch 49.000 Einwohner, der ganze Landkreis. Und Lüneburg hat fast 80.000 Einwohner. Da können Sie schon mal die Größenverhältnisse sehen. Das muss man dann von Einzelfall entscheiden. Aber wir müssen zum Beispiel am Klinikum in Dannenberg unbedingt was machen. Und da sind auch die kommunalen Gebietskörperschaften auch mit gefordert, da etwas Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Wenn ich jetzt kurz antworten soll, dann sage ich Ihnen ja, denn Gesundheit und Gesundheitsvorsorge, das ist eben, wie Sie schon gesagt haben, eine öffentliche Daseinsvorsorge, ist eine Grundversorgung, die muss gewährleistet sein und da soll auch niemand hinterher noch seinen Profit dran schauen. Das Beispiel Dannenberg ist mir eben gerade auch als erstes in den Sinn gekommen, weil es eben seit 2005, wo es privatisiert wurde, fast im Zweijahrestakt immer wieder weiterverkauft wurde, weil es eben nicht funktioniert hat und jetzt gemeinsam mit zwei Schwesterkliniken an die ehemaligen Geschäftsführer verkauft wurde. Die erste der drei Kliniken ist jetzt schon in die Insolvenz gegangen. Also da zeigt sich auch, dass das nicht funktioniert. Ein anderes Beispiel ist unser anderer Nachbarkreis Uelzen, wo die Renditeerwartung des Helios-Konzerns, der da das Krankenhaus gekauft hat, 16% ist. Wo kriegt man heute noch 16%? Warum muss mit mit der Gesundheit von Leuten so viel Geld verdient werden? Das verstehe ich nicht und deswegen glaube ich, dass sowas entweder in die kommunale, aber auch in die gemeinnützige Hand gehört. Also ich habe auch nichts dagegen, wenn beispielsweise die AWO ein Krankenhaus betreibt, solange sie damit keinen Gewinn machen möchte. Ja. Ich habe mich tatsächlich mit dem Thema in letzter Zeit sehr beschäftigt. Ich bin ja Abgeordnete, also Landtagsabgeordnete für Lüchow-Dannenberg und für den Ostkreis Lüneburg. Also das ist ein Wahlkreis. Und ich habe eine Initiative mitgegründet, die eben sich dafür einsetzt, dass diese Klinik rekommunalisiert wird. Aber wir sehen auch, dass eben die Rahmenbedingungen auf Bundesebene verändert werden müssen. Also es kann letztendlich auch nicht sein, dass quasi so eine Rosinenpickerei stattfindet, irgendwie die Krankenhäuser im strukturschwachen Bereich, die sich natürlich nicht so gut rechnen, die werden kommunalisiert und die in den Zentren, irgendwie, wo man ordentlich Geld mitmachen kann, die bleiben privatisiert. Das ist dann muss es eine Umverteilung geben. Ne? Das ist in vielen, vielen Bereichen immer nicht genutzt worden. Also ich nehme mal das Beispiel mit der Post, die Postkarte. Natürlich gibt es auch private Dienstleister, City Post und so, die eben Post verteilen. Die zahlen aber eine Umlage, damit man für das standardisierte Porto die Postkarte auch auf die Hallig bringen kann. Und genauso muss es auch eine Umverteilung geben zwischen den lukrativen Standorten und den weniger lukrativen. Aber dass grundsätzlich eben damit Geld verdient werden kann, finde ich, ist schon ein Webfehler. Es war sozusagen so eine neoliberale Denke. Die Privaten können alles besser. Jetzt lassen wir die das machen. Aber im Prinzip wird wahnsinnig viel Geld aus dem Bereich rausgezogen. Jetzt können wir auch noch viel über Pharma, die Pharmaindustrie diskutieren und so weiter. Es gibt sehr gute Bücher zu all den Themen, die heute angesprochen worden sind, von Wolfgang Schorlau, wer noch eine Sommerlektüre braucht, von NSU bis Pharma und so weiter. Also das Geschäft mit der Gesundheit ist ein Riesenproblem und auch mit der Pflege. Ja, aber bislang hat sich da auf Bundesebene eben nichts getan, um das mal in Frage zu stellen. Und abschließend. Mitten im Corona-Jahr 2020
wurden bundesweit 20 Krankenhäuser dicht gemacht, 2000 Betten abgebaut, 9000 Pflegekräfte entlassen. Aus Effizienzgründen. Nicht für den Patienten, sondern Aktienbesitzer. Und gleichzeitig haben zum Beispiel die drei größten Krankenhauskonzerne dreistellige Millionengewinne eingefahren. Asklepios, Helios und Röhr. Das bedeutet es, Gesundheit und Pflege in der privaten Hand zu haben. Deswegen ist meine Antwort schlicht und ergreifend ja. Nicht nur die Pflege, und damit Kommunen sich das leisten können, müssen wir auch von der Bundesebene mehr Steuergelder in die Kommunen geben. Das geht eben nur mit einem Steuerkonzept, das auch umverteilt. Anders wird es nicht gehen. Gibt es noch Fragen bei Zoom? Wenn ja, viele? Wir haben aktuell 5 Fragen im Chat, davon sind 4 an alle. Oha. Ich würde jetzt einfach mal mit der Frage vielleicht beginnen, die was wir noch zuerst gar nicht besprochen haben. Oder das. Dann hätten wir noch das Thema bezahlbaren Wohnraum und es wird gefragt nach Maßnahmen gegen den Mangel an bezahlbaren Wohnraum. Die Frage richtet sich auch an alle, vielleicht wegen der Zeit konkret 2, 3 Maßnahmen nennen, die Sie dafür anstoßen wollen. Ja, kann ich 3 nennen. Bauen, bauen und bauen. Ein Freibetrag auf die Grunderwerbsteuer für eine eigengenutzte Immobilie von 500.000 Euro bis zu 500.000 Euro ist unser Plan, weil beispielsweise in Großstädten es kaum möglich ist, unter diesen Preisen selbst hier jetzt schon in Lüneburg Immobilien zu erwerben. Bauen, bauen, bauen ist richtig, völlig, völlig richtig. Und dazu muss man natürlich auch Bauland bereitstellen. Wir müssen Lücken füllen. Da darf man sich natürlich, was die Grünen im Bund fordern, bauen, bauen, bauen. Aber auf kommunaler Ebene wird sich gesträubt, überhaupt nur ein Fleckchen nochmal freizugeben. Das funktioniert auch nicht. Das ist nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das funktioniert nicht. Und wir müssen natürlich das genossenschaftliche Bauen wieder ausbauen. Auch Wohnungsbaugesellschaften. Ich weiß auch nicht, warum der Landkreis Lüneburg immer noch keine Kreissiedlungsgesellschaft hat. Hätte man alles machen können. Alles. Vor Jahrzehnten schon. Da gibt es Defizite. Da kann man jede Partei, das hat jetzt nichts mit CDU oder sonst was zu tun, die SPD hat auch lange genug im Kreis regiert, der letzte Landrat Nahstedt hat das alles in seinem Wahlprogramm gehabt, aber umgesetzt hat er gar nicht. Also da gibt es eine ganze Menge. Wir haben ja die Lüwobau in Lüneburg, ein wunderbares Unternehmen, die das auch viel sehr praktiziert, gerade jetzt wieder auch im Hansenviertel Ost. Da kann man viel mehr machen. Bloß wir müssen natürlich diesen Wohnungsbaugesellschaften, die ja auch bezahlbaren Wohnraum auch dann anbieten, wir müssen natürlich die Flächen zur Verfügung stellen. Und wenn wir das nicht können oder nicht tun, weil wir einfach sagen, wir wollen nichts mehr versiegeln, dann beißt sich die Katze in den Schwanz am Ende. Ja, Zustimmung. Ich kann auch 3 Maßnahmen nennen. Die sind allerdings im Gegensatz zu denen von Herrn Heineken ein bisschen vielfältiger als nur bauen, bauen, bauen. Bauen wäre der erste Punkt. Zum anderen, denn ohne das geht es nicht. Wir brauchen mehr Wohnungen, mehr bezahlbare Wohnungen. Eine zweite Maßnahme ist die sogenannte Wohnungsgemeinnützigkeit. Die gab es schon mal vor einigen Jahrzehnten. Die wurde wieder abgeschafft. Das bedeutet im Prinzip, dass Investorinnen und Investoren, die nicht mit ihrer Wohnung quasi keinen Gewinn machen wollen, sondern die Wohnung der Wohnung wegen zur Verfügung stellen. Beispielsweise Genossenschaften oder auch nicht kommerzielle Träger wie Gewerkschaften, wenn Sie bauen und das Ganze dann zum Selbsterhaltungspreis machen, dann wird das steuerlich bevorzugt und begünstigt. Der dritte Punkt ist einer, der gerade auf angespannte Mietlagen abzielt. Da wäre jetzt die Frage, ob das in Lüneburg schon als so angespannt gilt, dass man das ziehen muss. Das wäre ein Mietenmoratorium, dass man bis Punkt 1, nämlich bauen, 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 gilt und bis die Wohnungen geschaffen werden. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Das ist Planungsrecht. Vor allem müssen wir die Rahmenbedingungen auch dafür schaffen, dass es attraktiv ist zu bauen. Bin ich voll Ihrer Meinung, aber die sind trotzdem nicht von heute auf morgen da und hilft jetzt erstmal so kurzfristig nicht, sondern das braucht auch 1, 2, 3, 4, 5 Jahre, bis eine Wohnung steht. Also bei deutschen Verwaltungen eventuell, da sind wir beim Thema Digitalisierung. Wenn ich trotzdem ausreden darf. Entschuldigung, wenn wir die Prozesse hinbekommen, dann geht das schnell. Ja klar, aber ist trotzdem nicht von heute auf morgen da. Und in diesem Zeitraum deckeln wir die Mieten oder frieren wir die Mieten ein, dass die Bestandsmieterinnen und Mieter eine Entlastung und eine Verschnaufpause bekommen, dass nicht die Mieten immer weiter angehoben werden und sie im Zweifelsfall sich das Ganze nicht mehr leisten können und dann aber keine andere bezahlbare Wohnung finden, auf die sie dann zurückgreifen können.
Vielleicht jetzt nur noch, inwiefern unterscheidet sich Ihre Einstellung zu der von Herrn Blankenburg konkret? Das habe ich dir gerade gar nicht so genau zugehört. Nein, weil ich mich konzentriert habe auf das, was ich noch sagen wollte. Aber was noch nicht genannt worden ist, also ich finde das Thema Digitalisierung auf dem Land. Also klar, wir haben in bestimmten Bereichen eine hohe Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum. Ich glaube aber nicht, dass wir das eben nicht nur durch nur Bauen irgendwie lösen können. Dann haben wir das Ressourcenproblem auch wieder, sondern wir müssen auch gucken, wie machen wir das Leben und Arbeiten auf dem Lande, wo ja dann manchmal doch noch Wohnraum da ist. Also ne, Lüchow-Dannenberg, viele große Häuser, wo nur noch eine Person zum Teil drinne wohnt. Wie fördert man Programme mit Breitbandanschluss und einem Pipapo, sodass dort wieder mehr Leute diesen Wohnraum auch nutzen können? Also Lüchow-Dannenberg wird gerade überrannt von Hamburgern, Berlinern und alle wollen da unbedingt leben. Man findet kaum mehr ein Haus zu kaufen, zu mieten gar nicht. Aber wir haben ja auch Kommunalwahl und ich glaube, dass da die Kommunen auch sehr gefordert sind, solche Konzepte zu entwickeln und nicht einfach immer nur neue grüne Wiese zu Bauland machen. Man hat hier in Lüneburg auch viele Fehler gemacht, finde ich. Das Hanseviertel, da wurde sehr viel Fläche verbraucht und in weiten Bereichen eben quasi für Stadtvillen, wo letztendlich dann relativ wenig Leute wohnen können. Aber man wollte eben dieses Klientel aus Hamburg irgendwie mit viel Geld hier haben, damit es der Stadt gut geht. Und die sozialen Themen sind hinten runtergefallen. Ich sehe auch immer noch in dem ganzen Bereich der Kasernen hier sehr viel Potenzial. Also wenn man auch mal bei die Ortsumgehung rüberguckt, ich bin mal gespannt, wann darüber mal diskutiert wird. Aber also letztendlich auch, also klar, wir wollen auch eine Landeswohnungsbaugesellschaft oder wenn auf kommunaler Ebene sowas installiert wird, ist es auch gut. Aber wir brauchen eben auch andere Modelle. Also es gibt Kommunen, die bieten so Wohnraumlotsen an, wo eben gesagt wird, ne, sie leben doch vielleicht gar nicht mehr freiwillig in so einem großen Haus alleine. Wie können wir denn einen Wohnungstausch vonstatten gehen lassen? Wie können wir sie unterstützen? Was brauchen sie noch? Es gibt tolle Initiativen. Dieses Mietshäuser-Syndikat ist, finde ich, also hervorragend und auch sehr erfolgreich. Sowas kann man auch stärker noch unterstützen. Und man muss eben auch mehr kontrollieren, wenn eine Stadt irgendwo wie Hamburg jetzt in der Speicherstadt zum Beispiel wahnsinnig viel baut und dann stehen diese Wohnungen alle nur leer, weil das, Spekulationsobjekte sind von Leuten von sonst woher, die da ihr Geld parken und anreichern, weil natürlich die Preise immer weiter steigen, dann muss da auch irgendwie eine Stadt mal sagen, wir haben begrenzten Raum und für sowas ist er uns zu schade. Auch Thema Airbnb, Ferienwohnung und so weiter in den angespannten Wohnvierteln, da muss man halt dann auch mal regulieren und nicht immer nur hoffen, dass mit mehr Bauen die Probleme gelöst werden. Okay, Herr Peters, jetzt wirklich der größte Unterschied zur SPD und den Grünen dazu. Das fällt mir schwer, ohne nicht auf Herrn Heineken einzugehen, weil Heinekens Weg führt in die Mietenexplosion. Wer einfach sagt, bauen, der kennt den Markt nicht. Also, Wer behauptet, dass mehr Angebot nicht zu einem Preis führt, kennt den Markt nicht. Wenn Sie mir zuhören, verstehen Sie es. Also, ich kann wie im Ilmenaugarten besonders hochpreisig bauen. Dann habe ich mehr Wohnraum und die Durchschnittsmiete steigt, weil ich eben hochpreisig gebaut habe. Das heißt, wenn ich sage, ich hau mal Baufläche raus, überlasse es Investoren. Investoren wollen natürlich Geld verdienen. Entsprechend klatschen die Luxuswohnungen hin und entsprechend steigt die Gesamtmiete der Stadt. Und die Vergleichsmiete, dann kommt, kann der Nachbar sagen, oh, mein Nachbar hat jetzt hochpreisig gebaut, ich kann die Miete bei mir auch erhöhen. So funktioniert das ja. Und das ist der Weg, der seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren schief geht. Was kann man also tun? Wir müssen mehr Sozialwohnungen, wenn wir bauen, müssen wir die Frage stellen, wie wir bauen. Das heißt, mehr Sozialwohnungen bauen. Das bedeutet aber auch, dass wir von Bundesebene aus die Sozialbindung erhöhen müssen. Das heißt, da ist vorgeschrieben, dass nur eine bestimmte Anzahl an Jahren, dass eine Sozialwohnung bleiben muss. Das müssen wir drastisch erhöhen, weil momentan verlieren wir dadurch mehr Sozialwohnungen, als nachgebaut werden. Das ist ein Problem. Das heißt, da müssen wir ran. Zweitens, wir müssen gucken, wie wir die aktuellen Mieten senken.
da haben wir ja beispielsweise in Berlin hervorragende Erfahrungen gemacht mit dem Mietendeckel, der eine Zeit lang echt geholfen hat, die Mietenentwicklung einzufrieren. Das sollten wir weiter fortführen. Wir sollten auch einen qualitativen Mietspiegel einführen. Das würde in Lüneburg beispielsweise dazu führen, dass es schwieriger ist, bestimmte Mieten zu erhöhen und so quasi regulatorisch quasi eingreifen. Und das Dritte ist in kommunale Hand. Also nicht nur durch die kommunale Hand bauen, sondern Wohnraum wieder zurück in die kommunale oder genossenschaftliche Hand. Weil was nicht passieren darf, ist das, was wir beispielsweise in Kaltenmoor haben. Fast 9 von 10 Hochhäusern in Kaltenmoor gehört Vonovia. Die bauen nichts. Die kaufen auf, nehmen unverschämt hohe Mieten und die Leute versauern da mit Schimmelproblemen und falschen Abrechnungen, werden abgezockt etc. Wir versuchen da gerade eine Mieterinitiative aufzubauen und es sind wirklich erschreckende Berichte. Und solche großen Wohnungskonzerne leben quasi davon, dass sie andere Leute abzocken. Deswegen ist das so gut, dass in Berlin sich mit Deutsche Wohnen enteignen auch entsprechend gewehrt wird und quasi auch dann Volksabstimmung kommt, das wieder kommunal in die Hand zurückzukaufen. Das heißt, müssen Wohnraum aus, je mehr wir Wohnraum auch aus dem Marktgeschehen befreien, desto mehr können wir gewährleisten, dass der auch bezahlbar bleibt, weil immer mehr Menschen werden arm durch Mieten. Also wir haben gerade eine jüngste Anfrage gemacht, 1 Million von Menschen sind nur arm, weil sie zu hohe Mieten haben und viele von euch sind sicherlich Studierende, ihr könnt euch ja selber mal fragen, ich vermute mal, so im Schnitt werdet ihr 40-50% eures Einkommens nur für die Miete rausballern. Unvorstellbar noch für 20-30 Jahren und ein unhaltbarer Zustand und da müssen wir dringend ran. Wir haben jetzt schon eine Viertelstunde überzogen und ich möchte jetzt nicht alle dazu zwingen, hier länger zu bleiben. Deshalb vielleicht noch an die, die bei Zoom Fragen hatten. Das Gute an den DirektkandidatInnen ist auch, die sind wirklich hier konkret für den Wahlkreis Lüneburg-Lüchow-Dannenberg zuständig. Den kann man... Wie bitte? Ja. Den können Sie könnt ihr gerne dann auch vielleicht nochmal per Mail schreiben oder so, dass die dann auch nochmal die Fragen beantworten. Ansonsten würde ich hier jetzt gerne einmal einen Cut machen. Vielen Dank an Sie alle und an das Publikum auch für die Fragen. Es tut mir leid, dass jetzt nicht so viel dran gekommen ist, aber alle haben natürlich immer einen großen Redebedarf. Ja, schön, dass das geklappt hat. Ich hoffe, vielleicht hat es euch geholfen, dass ihr jetzt wisst, wen ihr wählen möchtet. Ja, vielen Dank. Danke euch. Danke. Vielen Dank für das Format.